Es ist endlich soweit. ApoRed und Leon Mascher wollten sich mit der militanten Veganerin treffen, nachdem Unge denen das vorgeschlagen hat, und es ist wohl passiert. Was uns jetzt wiederum zeigt, dass es der militanten Veganerin doch irgendwie nur um Reichweite geht. Wer was anderes gedacht hat, dem ist nicht zu helfen. Das Video kann interessant werden, muss es aber nicht. Aber ich denke, da treffen sehr interessante Individuen aufeinander. Deswegen würde ich sagen, wir legen auf entspannten, zurücklehnenden Hasen los. Let's go. Sehr gerne Fleisch, aber ich überlege zweimal so. Boah, es wäre so geil, wenn Leon die militante Veganerin zum Fleischessen einlädt. Die militante Veganerin in einem Video von den beiden. Bitte, bitte lad sie ein. Ich würde alles dafür tun, Bruder. Ich würde dafür Geld spenden. Okay, Leon, Apo, ihr habt es gehört. Bist du der Sache gewachsen, also kannst du es wirklich mit jedem aufnehmen? Darf man eigentlich Hunde essen? Ich sagen wir jetzt mal, es ist die Spitze der Unehrlichkeit. Du bist die stärkste Form von Speziesismus. Es ist so unangenehm hier von allen Seiten. Ja. Es ist so eine absurde Unterhaltung, während du Individuen, die genauso fühlen können wie deine Mutter, wie du, wie sein Hund, ein Messer in die Kehle stechen lässt. Nein, aber 8-Jährigen, 10-Jährigen, da diskutierst du gerne. Sind manchmal fähiger, logischen Schlussfolgerungen zu. Yo, was geht ab, Leute? Leon Mascher am Start. Ihr wisst Bescheid, heute ein ganz besonderes Video. Digga, heute gibt es eine fette Diskussion. Ihr kennt bestimmt alle die liebe militante Veganerin. Hallo. Die ist heute auch mit am Start. Und Digga, der Main-Charakter. Der Main-Charakter ist am Start. Der darf natürlich fehlen. Also ich denke mir, Digga, ich komme hier an nach Frankfurt, sehe dich. Denk, das geht hier übel her, direkt Prügelei. Noch nicht passiert. Ich und Red, wir haben uns schon etwas vorbereitet. Ach, ehrlich? Bist du der Sache gewachsen, also kannst du es wirklich mit jedem aufnehmen? Ja, mit jedem. Egal, wer kommt, du würdest ihn zerfetzen, ob er Doktor, Professor... Ja, zerfetzen ist immer so eine Sache. Ja, du übertreibst mal. Ja, nicht zerfetzen, du weißt doch meine Redensweise, oder? Ist nicht egal, ich habe schon mit Doktoren der Tierverhaltensforschung diskutiert, die nicht vegan waren. Aber auch mit YouTubern wie beispielsweise Charo. Aber das Interessante ist einfach nur, selbst wenn du sie zerfetzt, manche kriegen dann nicht mal mit, dass sie zerfetzt wurden. Ja. Bruder, was labert die da von zerfetzt? Was schreibt Leon dahin an die Reactor? Erst in 3 Tagen hochladen. Lack, schreibt in 1 Jahr hochladen. Ja, Maniac, in 3 Tagen interessiert sich keiner mehr für euch. Ich küsse dein Herz. Die Frau sieht wirklich nicht gesund aus. Schaut mal. So sieht man aus, wenn man vegan ist. Wisst ihr, das Problem bei der Sache ist auch einfach, dass Deutschland, die Kultur hier, noch nicht auf diesen veganen Lifestyle ausgelegt ist. In Amerika gibt es viele Städte, die, sage ich mal, zukunftsorientierter sind und dem veganen Essen zusätzliche Stoffe beimischen, damit man auch völlig rundum versorgt wird. Also man kriegt dann all die Mineralien, die man braucht. Weil wenn ihr kein Fleisch esst, verzichtet ihr ja auf bestimmte Art von Mineralien. Dort in Amerika ist es halt so, dass man diesen Defizit, den man hat, durch das reine vegane Ernähren, dass dieser Defizit ausgeglichen wird durch die ganzen Zusätze, die da mit reingemischt werden in dieses vegane Essen. In Deutschland ist es noch nicht so. Ich kenne einige Leute, die waren eine Zeit lang vegan und ja, die haben nicht so positiv über diese Zeit gesprochen, dass es auch gesundheitlich wirklich gravierende Folgen für einige von denen hatte. Trotzdem verstehe ich den Punkt, den einige Veganer haben, die mäßig darüber reden, dass sehr, sehr viele Tiere darunter leiden, dass das nicht sein muss. Wir haben auch Gefühle und hier und da und tralala, die Diskussion verstehe ich, aber bin mal gespannt, was jetzt hierbei rauskommt. Also, ob ApoRed und Leon Mascher die besten Partner sind, um über so ein Thema zu diskutieren, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich habe gesehen, da war einer, den habe ich schon mal gesehen. Ich habe seinen Namen vergessen, Anas oder NS Irmani oder so, irgendwie sowas. Habe ich auf TikTok schon mal gesehen, habe seinen ganzen Namen jetzt vergessen. Aber der hatte auch mal ein paar gute Argumente genannt gegen einen anderen Veganer, mit dem er live getalkt hat, mit dem er live geredet hat. Der hat da Argument der Insekten gebracht. War schon interessant, wir schauen jetzt einfach mal. Ja, und posten das als Win. Okay. Deswegen kann ich nicht sagen, ob ich sie zerfetzt habe, weil zerfetzt ist erst jemand, der sich eigentlich zerfetzt fühlt. Aber mein Ziel ist nicht, dass ihr euch nachher einfach nur so fühlt. Nee, sowieso. Sondern, dass ihr halt sagt, okay, das sind starke Argumente, eigentlich sollte ich meine Handlung danach anpassen. Man muss sagen, ne, das ist halt ein heikles Thema, Red. Wir beide müssen auch schon wirklich versuchen, ehrlich zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eine Sache gesehen. Er sagt, wir müssen versuchen, ehrlich zu sein. Geil. Das hat er zu Red gesagt. Ich küsse deren Herzen. Das Video kann sehr, sehr interessant werden. Auf dein Instagram-Profil kannst du den Leuten da draußen mal erklären, Speziesismus oder heißt das Speziesismus? Spezies, das Wort kennst du ja. Spezies, Speziesismus. Kommt vom gleichen Wortstamm wie Rassismus, Sexismus. Okay. Es geht darum, dass wir die Tiere diskriminieren, so wie wir in anderen Diskriminierungsformen, beispielsweise Menschen andere Hautfarben oder andere Kulturen, als Objekte benutzt haben. Wo Rassisten so Sachen gesagt haben oder immer noch sagen, wie das sind
ja nur Schwarze, die dürfen wir als Objekte benutzen. Oder jetzt eben Speziesisten, also alle Menschen, die aktiv nicht vegan sind, sagen, das sind ja nur Tiere, die dürfen wir als Objekte benutzen. Alle Tiere, die ein Bewusstsein haben oder fühlen und leiden können, Schwämme und Austern, das sind halt so Fragen, das sind eigentlich auch Tiere. Konkret sprechen wir heute um leidensfähige Individuen, Personen. Mhm. Genau, eigentlich würdest du sagen, Red und ich, wir sind Speziesisten, wir sind nicht vegan. Nicht jeder, der nicht vegan ist, ist automatisch ein Speziesist oder automatisch in meinen Augen ein Mörder. Mhm. Erst ab einem gewissen Punkt von Realisation, was dahinter steckt, wenn du dich nicht vegan ernährst, übst du aktiv mit diesem Gedankengut von, ja, ist mir egal, ich bin ein Mensch, das sind ja nur Tiere. Das machen wir schon Jahre. Aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass jemand, der noch nicht mit der Ethik von diesem Thema konfrontiert wurde, automatisch ein schlechterer Mensch ist, obwohl er nicht vegan lebt. Genauso wie ein Kind, das noch nie damit konfrontiert wurde oder keine Möglichkeit hat, sich aktiv zu entscheiden, ein schlechterer. Ihr seid im Endeffekt noch naive Kinder, die, ich hoffe es zumindest, also, so gehe ich in dieses Gespräch an, noch nicht viel Ahnung davon haben, was passiert. Wir haben uns deine Videos safe reingeguckt, ne, haben die mal so ein bisschen analysiert. Also wir haben was gelernt, aber wir haben das nicht umgesetzt, dass wir jetzt vegan sind. Das heißt, eigentlich sind wir schon Speziesisten. Ich gehe, wie gesagt, unvoreingenommen rein und ich hoffe halt, dass ihr keine Monster für die Tiere seid. Wenn du aber sagst, wir haben das gesehen, wir haben das gelernt. Vielleicht wir essen Fleisch, also wir gehen zu McDonald's und essen Fleisch. Bewusst. Bewusst. Ich glaube dir tatsächlich nicht, dass du es bewusst machst. Wenn also du sagst, ist bewusst. Ich will mir einfach nicht vorstellen, dass du wirklich so ein böser Mensch wärst, im Schlachthof stehst, während dieses fühlende Individuum, das genauso fühlen kann wie dein Hund, ein Messer in die Kehle gestochen bekommt und du sagst, das ist für mich vollkommen in Ordnung, das ist bewusst. Ich glaube, du blendest viel davon aus, was wirklich dahinter steckt. Deswegen ist es hoffentlich noch nicht bewusst. Wenn du sagst, du weißt es, du hast es gesehen, du hast es selbst schon gemacht und es ist dir trotzdem scheißegal, also dann... ich weiß, wenn ich diesen Burger jetzt esse, stirbt ein Tier. Ich weiß, es ist bewusst. Auch wenn es schon passiert ist, ist es bewusst. Dann ist das tatsächlich sehr schrecklich. Aber also sind wir Speziesisten. Wenn du das Gleiche nicht auch bei Menschen machen würdest, dann bist du ein Speziesist. Wenn du sagst, ja, ist mir scheißegal, ob das jetzt vom Menschen, vom Tier, von Frauen, von Schwarzen, von Asiaten, von Hunden kommt, dann bist du kein Speziesist, aber einfach nur ein grausamer Gewalttäter. Ich schwöre Leon auf ganz provokant unterwegs heute. Würdest du sagen, du bist ein Speziesist? Nein, natürlich nicht. Definitiv nicht. Also definitiv nicht. Also du würdest sagen, du bist kein Speziesist, aber er an sich, jetzt nach aktuellem Stand schon. Ich kann ja nochmal konkretisieren, also ich sehe das zum Beispiel so, ich bin da schon relativ konservativ. Also als Tiere können wir jetzt gerade unterkategorisieren, alle Wassertiere, wir reden hier von Säugetiere etc. Und dann gibt es ja noch die Insekten und dann gibt es auch nochmal die Pflanzen. So, ich betrachte das alles sehr unterschiedlich. Weil du uns an irgendeine von dir ausgedachte Spitze stellst, ist das natürlich keine Rechtfertigung, um die darunter gelegenen Tiere, die schwächer sind, die dir unterlegen sind, auszubeuten, ins Schlachthaus zu schicken. Habe ich ja nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Aber tatsächlich sagst du im Moment, du siehst das konservativ, weil die konservative Ansicht ist halt, der Mensch steht an der Spitze und deswegen dürfen wir uns alle anderen Tiere untertan machen. Was du gesagt hast, ist halt, du siehst das konservativ und die konservative Ansicht begründet halt daraus, dass wir technologisch überlegen sind. Die Rechtfertigung dafür. Und das sollte es nicht sein. Das sollte eine Verantwortung sein, wenn du sagst, ich bin stärker, ich bin besser, wenn du das behaupten möchtest. I'm better, I'm stronger. Ein Löwe würde euch definitiv angreifen, euch alle. Mich jetzt nicht unbedingt, ne, die haben ja so eine Art Überlebensinstinkt. Da überlegen die sich zweimal, wen die angreifen und wen nicht. Aber, das stimmt, stärkere Tiere, definitiv, bam, würden direkt losballern. Otto Normalverbraucher wegfetzen und fressen. Schauen wir mal weiter. Liegt das in deiner Werteeinschätzung, aber es kann keine Rechtfertigung sein, deswegen die Schwächeren zu unterdrücken. Ich bin zum Beispiel dennoch gegen Massentierhaltung. Das ist ein bisschen konfus gerade, also, wir müssen das ein bisschen anders aufbauen. Ja, aber deine Frage also, noch und dann wie muss gesagt, ich die Frage mal stellen. Ja klar, du kannst auch deine Fragen stellen, aber jetzt muss man offen und ehrlich sein. Jeder darf halt das sagen, was er denkt. Deswegen, wir gehen jetzt aber nach eine Debatte funktioniert genau. Halt nicht so. Jeder sagt halt das, was er denkt. Bei einer Debatte hast du eine Frage und da hast du zwei Perspektiven. Okay. Und meine Perspektive ist klipp und klar. Ich will dir jetzt was fragen. Nicht vegan, wie bist du hergekommen? Okay. Mit dem Auto, mit dem Zug, warum? Mit dem Zug. Ja. Wusstest du? Du weißt jetzt, was kommt. Ja, Insekten. Ja. Aha. Guck mal, der hat zu viel dieses Video von diesem Enes geguckt. Oder wie der heißt. Guck, jetzt kommt er mit dem Insektenproblem. Jetzt bin ich gespannt, wie sie antwortet. Wobei ich jetzt schon eine Antwort hätte. Ja? Wisst ihr, was er jetzt sagen wird? Ich will es einfach vorweggreifen. Wenn du mit dem Zug fährst, sterben auch viele Insekten während der Fahrt. Selbst wenn ich zum Beispiel von hier nach Köln fahre, töte ich mit Sicherheit 50 bis 100 Insekten allein unterwegs auf der Autobahn. Wir wissen das alle. Selbst wenn ich spaziere, bam, trampel ich
die tot. Das heißt, rein theoretisch, jedes einzelne davon ist auch ein Leben. Genauso wie ein Tier, was stirbt, wovon man sich dann ernährt. Das ist ein, ja, unvermeidbarer Kill, den man da verursacht. Soll man gar nicht mehr aus dem Haus rausgehen? Am besten bringt man sich selbst um, denn alleine durch deine Existenz tötest du schon andere Wesen um dir herum. Darauf will er hinaus. Wetten, veganes Autofahren, sehr wichtig, Freunde. Ja, dass wenn du mit dem Zug hier rüberfährst, sterben ganz viele Insekten. Tausende, Millionen voll Insekten sterben. Es gibt eine Studie, Leute, da hat man herausgefunden, dass Insekten auch ein Nervensystem haben und die spüren Schmerz. Ja. Das heißt, du bist hierher gefahren mit dem Zug. Wusstest du, dass tausende von Insekten sterben? Weil Insekten sind auch Tiere. Ich gehe, sagen wir mal, viermal im Jahr zu Burger King. Okay, dann stirbt eine Kuh. Du bist heute mit dem Weg hierher, sind tausende von Insekten umgekommen. Ich habe das verstanden, das nicht, du bist die böse Veganerin, die Züge fährt. Und deswegen sterben da Insekten. Das sind mehrere logische Fehlschlüsse, den du gemacht hast. Als allererstes ist das mit den Studien, wo du gesagt hast, wir wissen ganz sicher, dass Insekten da ein Bewusstsein haben und empfinden können. Das ist tatsächlich nicht klar. Immer noch ein bisschen. Du hast eben gerade gesagt, Schmerzen spüren. Schmerzen spüren die definitiv. Das merkt ihr das ganz am Anfang. Wir können das Revue passieren lassen. Das sind ja nur Tiere, die dürfen wir als Objekte benutzen. Alle Tiere, die ein Bewusstsein haben. Oder fühlen und leiden können. Bewusstsein haben oder fühlen und leiden können. Wir wissen tatsächlich noch nicht genau, ob die ein bewusstes Empfinden vom Schmerz haben. Selbst wenn das... Jetzt macht sie selber diese Hierarchie. Wir Menschen können uns nicht in unserer selbst erfundenen Hierarchie nach ganz oben pflanzen, nur weil wir technologisch weiter sind wie die anderen Tiere. Ach, aber Kühe und Hunde und diese Tiere kannst du über Kleinstlebewesen, die auch Lebewesen sind, die wir für unser Ökosystem brauchen, wie Bienen oder andere Insekten da draußen, die kannst du darüber stufen. Aber wir Menschen können uns nicht über die stufen. Aber die kannst du da drüber stufen. Bei Insekten ist egal. Scheiß drauf. Sind in der Minderheit. Ach ne, warte, sind die ja gar nicht. Die sind sogar fürs Überleben dieses Planeten viel, viel wichtiger wie die Nutztiere, die wir selber züchten, um die dann zu essen. Ne, nur um das hier nochmal erwähnt zu haben. So wäre, machst du hier gerade noch zwei Fehlschlüsse. Erstens einen Zug-Wockwill-Fehlschluss. Du bist heute mit dem Zug gefahren, deswegen darf ich jetzt dieser Kuh in den Kopf schießen. Selbst wenn ich hier in einem Kleid aus Fleisch säße, für das 20 Kühen in den Kopf geschossen werden und 40.000 Insekten dafür malträtiert wurden, wäre das für dich keine Rechtfertigung, jetzt nicht vegan zu sein. Das stimmt. Aber gibst du jetzt gerade gleichzeitig zu, dass das jetzt falsch ist? Das war der erste logische Fehler. Okay. Und ein weiteres ist, du gerade sagst, ist unabhängig vom Veganismus eine ganz andere philosophische Debatte. Wie viel Leid darf ich überhaupt verursachen? Wie viel kann ich utilitaristisch rechtfertigen? Was du halt gerade machst, und dieser Fehlschluss ist ein Suicide Fallacy, wenn wir deiner Logik folgen, müsste ich mich jetzt hier und jetzt in den Kopf schießen, damit ich nie wieder irgendeinem fühlenden oder vielleicht fühlenden Insekt, lass mich ausreden, wehtue. Ja, wenn ich aber das ist doch das, worauf die hinaus wollen. Esst kein Fleisch, damit die Tiere nicht leiden. Was haben die Menschen früher gemacht? Haben die Baumrinde gegessen? Ich sag euch ganz ehrlich, ich esse relativ viel Fleisch. Ich habe heute Zunge gegessen. Zunge ist sehr, sehr lecker, schmeckt sehr zart. Hab Gehirn gegessen, auch wenn sich das jetzt nicht bemerkbar macht. Aber ich esse sehr oft sehr viel Gehirn. Am Ende des Tages liegt es in unserer Natur. Sogar Gorillas fressen manchmal Fleisch. Schweine fressen Fleisch. Alle Tiere fast fressen Fleisch, wenn da kein Weg dran vorbeiführt. Selbst Seemöwen essen Fleisch. Ja? Bitte euch, reicht doch langsam. Ich dieser Logik folge. Eine tote vegane Aktivistin ist keine gute vegane Aktivistin. Ich könnte jetzt gerade mit diesem Video nicht 1 Million Menschen oder sonst was erreichen, um sie davon zu überzeugen, dass das nicht in Ordnung wäre. Insekten sind nicht ausgeschlossen. Also ich finde, auch wenn du die Möglichkeit hast, nicht auf ein Insekt zu treten oder auf ein Insekt zu treten, solltest du in dem Moment entscheiden, es nicht zu tun. Aber wenn du wirklich dieser Logik von ihm gerade folgen möchtest, wir schauen weiter, dann besteht die einzige Möglichkeit darin, dich umzubringen. Ja, aber nicht, okay, das ist eine Doppelmoral, was du bringst. Wieso? Weil darfst du dann nicht auf die Straße spazieren gehen, wenn du vielleicht auf einen Insekt trittst? Das ist genau die gleiche Logik, die du an den Tag legst. Siehst du, zum Beispiel, ich gehe zu Burger King, eine Kuh im Jahr stirbt wegen mir. Eine Kuh im Jahr, was ist denn los? Schau mal. Das ist eine Debatte. Eine Kuh im Jahr stirbt wegen mir. Eine Kuh im Jahr stirbt wegen mir. Du bist jetzt hierher gekommen, anstatt dass du sagst, Leon on ApoRed, wisst ihr was? Wir machen einen Zoom-Call. Ich bleib zu Hause. Die Insekten sind mir zu schade. Ich fahre nicht mit dem Zug, weil ich sag dir ehrlich, was tut mir mehr weh? Eine Kuh, die stirbt oder Tausende, Millionen von Insekten? Sie ist so uneinsichtig. Wow. Hab ich doch gerade gesagt, weil da müsste ich mich ja selbst umbringen, damit so eine Situation nicht entsteht. Und dann hätten wir eine militante Veganerin weniger. Eine Person, die weniger Leuten den Kopf fickt und sie voll labert, die zum Veganismus rüberholt. Hahaha, das wäre gar nicht klar. Das würde gar nicht klar gehen. Die sterben. Wieso? Nur weil du hergekommen bist.
bewusst. Wegen so nach dem Motto, also nur, guck mal, nur nach meinem Empfinden hat sich so angehört, nach dem Motto, ja, das ist halt ein Kollateralschaden, aber dafür habe ich halt mega viel Reichweite und kann dafür Tiere schützen. Das utilitaristisch so an, kann man manchmal Rechtfertigungen für sowas bringen. Er hat da gerade gesagt, aber du kannst verzichten. Du kannst man verzichten. Kann auf alles verzichten. Ich kann mich hier und jetzt umbringen. Ja, wo hört ja, das auf? Ist jetzt übertrieben, aber er meinte doch gerade Zoom-Call. Nee, aber es geht um Zoom-Call. Er meinte, Beispiel Zoom-Call. Ich esse eine Kuh, guck mal ganz kurz, bleib mal kurz. Ich esse eine Kuh, wir wollen ja ein bisschen sachlich bleiben. Ich esse eine Kuh stirbt, tötet. Ich könnte nicht mit ihr reden. Der redet gerade mit ihr und die dann, ja, ich finde sowas Besseres, weil ich kein Fleisch esse. Du mal weiter, der bringt Fakten. Wirklich, da kannst du nichts gegen sagen. Er bringt Fakten auf den Tisch. Ja, ja. Ich lieber tausend von Insekten, die fühlen können. Guck mal, ich sag lieber tausend Insekten jeder, töten als eine Kuh. Und ich kann dir ganz jeder, genau begründen, warum. Okay, weil ihr Bewusstseinsniveau deutlich niedriger ist. Du hast gerade gesagt, du hast vorhin gesagt, wenn die keinen Schmerz spüren. Ich sag dir ehrlich, wenn die lieber bringe ich eine Kuh um als tausend Millionen von Insekten. Also tausend Millionen, ja, irgendwo gibt es einen Threshold. Ich bin Threshold-Deontologe. Also tausend Millionen von Insekten. Das ist wirklich die Grenzwert der Ethikfrage. Ethik ist eine Wissenschaft, ja. Ethik ist eine Wissenschaft, die versucht, solche unglaublich schwierigen Fragen, wohin, das ist Fact. Bis wohin darf ich überhaupt Leid durch mein Leben verantworten? Darfst du mich mal ausreden? Nein, ich will nur sagen, ist okay, dass wir das Video veröffentlichen. Natürlich. Nicht, dass es dann später nein, du darfst alles veröffentlichen von mir. Und ich schau mal, super. Was wir hier gerade besprechen, da kommen wir auch an den Rand von meiner Fähigkeit, Ethik überhaupt in Worte zu fassen. Wie also viel bis jetzt Leid? Habe ich keine klare Antwort von dir bekommen. Es ist nur Wirbelmoral. Threshold-Deontologie bedeutet, dass tatsächlich, was du gerade gesagt hast, Kuh und Insekten, das hat nichts mit Speziesismus zu tun. Das ist hier keine Doppelmoral. Wenn das tausend Kühe wären auf diesem Weg, die Insekten tun dir nicht leid, ja? Das glaube ich dir nicht. Weil wenn du wirklich dafür wärst, dass keine Insekten sterben, dass keine Tiere leiden, dann wärst du tatsächlich vegan. Die allermeisten Insekten-Spraymittel, die werden auf den Feldern benutzt, um das Tierfutter herzustellen, die du noch dazu weiterhin zusätzlich noch zu diesem Leid versklaven und ermorden lässt. Aber als nächstes kommst du mit Bakterien wahrscheinlich, dann müsstest du vegan leben, weil die allermeisten von diesen Spritzmitteln und Antibiotika. Nein, ich glaube, Insekten tun mir leid, dass es ihr sozusagen so scheißegal ist, dass sie lieber eine Kuh bevorzugt, ja, natürlich. Dass sie sagt, die Kuh rette ich, aber die tausend Insekten, die Schmerzen verspüren. Okay. Insekten haben, wenn sie überhaupt Schmerzen verspüren, ein Heuchler-Alarm. 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 Alarm. Naja, egal. Wir schauen mal weiter. Deutlich niedrigeres Bewusstsein als eine Kuh. Also du machst einen Unterschied bei Insekten. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ja, habe ich auch vorher schon festgestellt. Nein, du hast gesagt vorher Schmerz. Ich weiß gar nicht, was du die ganze Zeit wiederholst. Du hast wirklich Schmerz gesagt. Nein, die verspüren Schmerzen. Schmerz und Bewusstsein. Wenn das halt tatsächlich so wäre, dass das tausend Kühe wären, die groß auf der Straße stehen und dann umgenietet werden, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht gekommen, ja? Aber nachdem das keine Individuen sind, höchstwahrscheinlich einmal, die ein sehr viel niedrigeres Bewusstsein haben, dann sind wir hier bei der Logical Fallacy von Suicide. Wie viel darf ich überhaupt noch also machen? Also Insekten sind raus bei der Spezies. Schau mal, wenn ich einen Menschen habe, der auf dem kognitiven Bewusstseinsniveau von einer Eintagsfliege ist, dann sollten wir auf seine Leidensfähigkeit eben und auf die von der Insekt genauso Acht geben oder eben nicht Acht geben. Weil wenn der nichts spürt, wenn der an einer Komamaschine ist und nie wieder aufwachen wird und auch keine Freunde und Familie haben, die unter seinem Ableben leiden, dann würde ich den genauso im Endeffekt behandeln praktisch und sagen, hey, wenn der eh nichts mitkriegt, dann brauchen wir ihn auch nicht am Leben halten. Eine andere Frage. Willst du dem Beispiel mit den Löwen sagen? Du weißt ja selbst, ne? Wilde Tiere, ein Löwe zum Beispiel. Das ist ja vorhin sein Instinkt, Tiere zu jagen. Ne? Klar, ich sage jetzt nicht, wir sind die Löwen. Darauf will ich gar nicht hinaus. Ne? Meinst du nicht, dass es irgendwie auch in den Instinkten der Menschen ist, auch vielleicht Tiere, Fische, sonst was zu essen? Ihr wisst ja, es ist bewiesen, dass ich auch ein Löwe bin. Ihr wisst, Manuels Wort ist immer Gesetz. Und wenn Manuel sagt, Mazdak ist ein Löwe, dann ist das so. Voila, Mazdak ist auch ein Löwe, ich schwöre auf meine Mutter. Und ich rede jetzt hier mal stellvertretend für alle Löwen da draußen. Ja, es liegt uns im Blut drin. Wir würden niemals vegan werden. Aber wenn es nach diesen Veganern gehen würde, würden die sogar versuchen, uns zu veganisieren. Oder wie auch immer man das nennt. Ja, nee, so umzüchten, dass wir nur noch Obst essen, Salat, Tomaten. Ja, so einen richtig vollgedeckten Tisch mit künstlichem Fleisch, Chemie und hier und da. Weg mit dir, ja Maniac. Kann gut sein, aber ein Instinkt kann ja keine Rechtfertigung dafür sein, wenn wir ein Gewissen haben und
eine Moral haben, uns darüber hinwegzusetzen. Ich glaube, wir haben auch aggressive Instinkte, aggressive Tendenzen. Das sieht man ja auch in vielen Extremsportarten, dass wir uns gegenseitig mal gerne den Kopf einschlagen, obwohl das eigentlich nicht viel Sinn macht, nicht sonderlich gesund ist und so weiter. Wenn du einfach sagst, aus Instinkt will ich dir jetzt einfach so in die Fresse geben und mein Instinkt rechtfertigt, dass ich dann deinen Körper esse, obwohl ich genauso... Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Das sage ich einfach nur. Instinkt kann ja keine Rechtfertigung dafür sein, wenn wir die Moral haben, uns darüber hinwegzusetzen. Aber ich bin absolut, klar, natürlich... Guck mal, du sagst, den Menschen sollte man aufhalten jetzt, Tiere zu schlachten etc. Okay, ja. Bin ich ja auch teils dafür, dass man die nicht auf jeden Fall schlecht behandelt, definitiv. Aber jetzt die Tiere soll man komplett in Ruhe lassen. Nein. Da sagt man einfach, gar nicht einmischen. Nein, das sage ich nicht. Also das Thema, und das ist wiederum eine extrem schwierige Frage, nennt sich Wild Animal Suffering, also das Leiden der wilden Tiere. Die Tiere im Urwald beispielsweise, das ist nicht einfach nur so, ach, schöner Wald, friedlich. Da gibt es Vögel, die reißen Insekten in halbe Stücke. Ein Löwe, der beißt eine Gazelle halbert auf und die leidet tagelang, bis sie verreckt. Dürfen wir eingreifen? Sollten wir eingreifen? Was ist mit überhaupt den Raubtieren, die nichts anderes essen können, theoretisch? Es gibt tatsächlich schon Ansätze, weil es gibt ja dieses Kunstfleisch noch und man kann ja Hunde und Katzen rein pflanzlich ernähren mit veganem Futter, vorausgesetzt, sie kriegen alle Nährstoffe, dass man in Reservaten dafür sorgen kann, in kontrollierten Rahmen, dass die Raubtiere sich erstens nicht mehr weiter fortpflanzen, um weiteren Schaden an den nicht vorhandenen. Ich finde das hier komplett Quatsch, so künstlich, ja, und, so auf Krampf. Ja, Krampf haben wir überall hier künstlich. Ja, alles, was du anhast, ist künstlich. Also nur weil es künstlich ist, ist es nicht schlecht oder unmoralisch. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, dass ein Löwe jetzt den Leon hier nicht in zwei Stücke reißt, sondern wir dem Löwen stattdessen Kunstfleisch geben, der Löwe happy ist, der Leon happy ist, also, und genauso wäre es halt der Löwe soll die Gazelle fressen. Der Löwe soll den Leon essen. Nein, nicht Leon, Leon soll Abstand halten. Aber warum denn die Gazelle? Warum soll der Löwe überhaupt den Löwen essen? Warum kann der Löwe, ja, warum ist der Löwe, der Löwe oder der Löwe ist ein anderes Tier, genau, warum kann der nicht vegan leben? Naja, der Löwe hat nicht so wie du jeden Tag. Er hat ja keinen Verstand. Kein Verstand. Der Mensch hat einen Verstand und deswegen sage ich ja auch, ist der Mensch so und der Löwe hier. So wie ich das jetzt rausverstanden habe, bei Insekten ist noch ein bisschen unklar mit Speziesismus oder so. Nein, mit Speziesismus nicht, das kommt halt einfach auf. Man muss sie so behandeln, wie halt ihr Bewusstsein und ihre kognitiven Fähigkeiten und sie dementsprechend berücksichtigen, auch auf Basis von ihrer anderen Eigenschaften. Aber du würdest auch nicht zum Beispiel sagen, Autofahren ist generell unethisch, weil vielleicht tötest du dabei mal einen Menschen, den du überfährst. Das kommt immer darauf an, okay, wenn du jetzt zum Supermarkt fährst und da tötest du 20 Menschen auf dem Weg zum Supermarkt, einmal einkaufen, dann würdest du sagen, okay, du bestellst dir Essen. Wenn du aber in 40 Jahren zum Supermarkt malen vielleicht einmal einen Menschen leicht anfährst, dann ist das eine ganz andere Frage. Das sind einfach unglaublich komplex und genau das kannst du dann auf die Insekten übertragen. Guck mal, ich sag dir, mein Grundsatz, da kannst du sagen, ob es Quatsch ist oder nicht, ne? Mein Grundsatz. Warum beobachtet uns der Herr Kelly hier die ganze Zeit? Die sind so ehrenlos. Die sind schon zu zweit auf sie am Einreden. Jetzt kommt auch noch der dritte. Das wird so ehrenlos, Freunde. Das wird so ehrenlos. Ab jetzt wird es wirklich gottlos. Also die Bros ist doch nicht alleine. Aber warum beobachtest du uns die ganze Zeit? Brudi, ich hast dachte, du auch was dazu zu sagen? Ich dachte, ihr braucht Unterstützung. Ich bin der richtige Spezizist. Du hast die Beweise hier, das mit Spezizismus. Mit wissenschaftlichen Fakten. Danke, da ist doch der Professor höchstpersönlich. Komm rein in die Runde. Oder die haben die Hops genommen. Hi. Wir sind in engen Austausch. Schau mal. Veganismus ist eine Lebensweise, die danach strebt, soweit wie praktikabel und möglich sämtliche Formen von Ausbeutung und Grausamkeit an leidensfähigen Tieren für Kleidung, Essen und andere Zwecke zu vermeiden. Das heißt, so praktikabel wie möglich. Nein, praktisch durchführbar ist es eigentlich. Ich glaube, ich habe das da auch fast falsch. Nein, aber es ist im Endeffekt das. Okay, egal. Laut dieser Definition, die du selber in deinem Video gegeben hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder fast alle Menschen in Deutschland sind Veganer oder wir sind alle keine Veganer. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erklär mir das. Das erkläre ich dir gerne. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß, die Veganer mögen gerne nicht dieses Insektenthema. Ich weiß auch, wieso sie dieses Thema nicht mögen, weil dadurch fällt halt dieses ganze Konzept, was man aufgebaut hat, in sich zusammen. Weil der Punkt ist legitim. Aber bitte sei ehrlich, Raifan. Der Punkt ist legitim. Praktikabel möglich. War es für dich jetzt nicht praktikabel möglich, mit ihnen einen Zoom-Call zu machen? Praktisch und möglich ist eine sehr schwammige Darstellung, absolut, ja? Es wäre möglich gewesen, einen Zoom-Call zu machen. Du warst am Anfang der Debatte nicht hier. Ich finde es übrigens mega scheiße, dass ihr mitten in der Debatte irgendwen dazu holt, der dann den Anfang nicht mitgekriegt hat, wo ich genau das schon beantwortet habe. Bruder, ganz ehrenlos. Ne, sie ist ja schon ehrenlos, was das angeht. Aber die sind ja nochmal eine Liga darüber. Ja, so ein Leon und ApoRed und so. Auf ganz hinterhältig bringen die noch einen dazu,
der mies vorbereitet ist. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Warum hat er ApoRed mit einer 0 geschrieben? Ist sein Name jetzt auch verantwortlich dafür, dass Videos gelb werden? Ist er jetzt einfach so, sage ich mal, meine Liga aufgestiegen? Ja, ist er jetzt in meiner Liga drin? Mazdak kannst du ja auch nicht schreiben. Es beschweren sich ja immer viele. Da schreiben die mal Mazdak, DZ, die wechseln das. Okay, stark. Ja. Keine Sorge. Es gibt sowas, das nennt sich Suicide Fallacy. Wenn du deiner Logik folgst, dann... Du musst dich nicht umbringen. Wenn du dieser Logik folgst, dann fängst du an, philosophieren zu müssen, darf ich jetzt auf die Straße gehen? Nein. Doch, ist genau das, worauf es hinauskommt, wenn du dieser Logik folgst. Wenn du einen Zoom-Call heute gemacht hättest, hättest du dich doch nicht selber umbringen müssen. Doch, aber wenn man dieser Logik folgt, und ich wiederhole es jetzt noch einmal, und dann beenden wir diesen Strang, ja? Dann ist die logische Schlussfolgerung daraus, dass du dich an irgendeinem Punkt umbringen musst, weil du mit allem, was nicht direkt irgendwo anders... Du siehst es zu extrem, weil du möchtest niemand mein Messer in die Kehle stecken zu wollen. Du sagst so, dann kann ich sie gar nicht komplett vermeiden. Das Konsumieren kannst du komplett vermeiden. Gewalt und Ausbeutung, ja? Genau. Gewalt und Ausbeutung sind gerichtet. Gerichtet an ein Individuum. Ich darf dich jetzt ins Schlachthaus schicken, einfach nur, weil du mir schmeckst. Mhm. Weil wir es immer schon gemacht haben, weil es meine Gewohnheit ist, ja? Mhm. Fändest du das in Ordnung, wenn ich das mache? Fändest du das in Ordnung, wenn ich mit Menschen mache? Laut dieser Definition ist das in Ordnung. Laut dieser Definition ist es für mich praktikabel möglich, kein Schlachthaus zu bauen, wo ich dich und deine Familie aber ich sage, es ist für uns nicht praktikabel. Ich weiß nicht, wie die Veggie-Burger geschmeckt haben, aber ich sage dir, es ist für mich wirklich nicht praktikabel und wirklich, das würde für viele Zuschauer auch das Leben stark einschränken. Ich würde eher aufs Reisen verzichten. Wer bist du überhaupt? Ich? Das Mikrofon wegzieht, zum ersten Mal jemand, der vielleicht Ahnung hat und redet. Komm, pack mal's. Du kennst mich schon, keine Sorge. Wer bist du, sagt sie. Jetzt schiebt sie sogar diese Filme. Sogar ich wusste, dass dieser Typ Enes heißt, weil ich sein Video mit ihr gesehen habe, wo er sie hops genommen hat mit seinen Insektenargumenten und anderen Dingern. Die tut so, als würde sie ihn nicht kennen. Er nennt sie sogar Raffaela. Jenny, die sind per Du. Sie sagt, wer bist du? Wer bist du, Lan? Schauen wir weiter. Alle wissen, dass du mich kennst. Was? Ich habe Debatte gemacht mit deinen drei veganen Freunden. YouTube-Kanal. Das kennt, weißt du? Also, das, was ich halt sage, ist, für mich wäre es eher praktikabel und möglich. Dass ich sage, ich verzichte mehr auf Reisen, ich verzichte, dass dort Tiere umkommen und dafür esse ich Fleisch. Okay, das heißt, ich darf jetzt den Leon in den Kopf schießen, wenn ich auf Reise verzichte? Nein, Vorsicht. Wieso nicht? Vorsicht. Ich schicke das Extrembeispiel. Ja, warte mal. Um Sachen zu testen, musst du extreme Beispiele bringen. Aber das ist nicht einmal extrem, weil das ist ja genau das, was du mir gerade sagst. Raffaela, das ist ein Trick von dir. Ich sag dir ernsthaft, ich finde einen Teil deines Aktivismus sogar gut. Aber du benutzt hier einen sehr einfachen Trick und manipulierst da meistens jüngere Leute. Und zwar, du stellst die grundsätzliche Problematik der Moralfrage. Und das hast du auch schon mal genannt. Was ist der ethische Unterschied zwischen einem Menschen, einem Tier, einem Insekt kann ich dir jetzt gerne und einer Pflanze? Bewusstsein? Bewusstsein, also das heißt, Fähigkeit, Niveau, kognitive Bewusstseinsniveau, Fähigkeiten zu empfinden, zu leiden, natürlich, Interessen. Guck mal, ganz kurz, ich muss da ganz kurz intervenieren. Ich finde das schon ein bisschen frech, ne? Dass du dir einfach selbst so eine Definition machst und sagst einfach, Hobbys sollen auch noch dazugehören und dann Bewusstsein und Leiden. Du machst wirklich deine eigene Untergliederung. Nein, das sind ethisch signifikante Merkmale. Aber die Lebewesen wollen sagen, was ist mit der Hautfarbe? Das hast du dir einfach gerade wirklich so ausgedacht. Du Nein, bist ja nicht so. Nicht. Doch, das ist eine Wissenschaft. Aber die Lebewesen wollen doch überleben, Raffaela. Ja. Also auch die Pflanzen, warum sie wollen doch überleben. Kühen in den Kopf? Mein Konzept im Leben ist, ich versuche es eigentlich genau nach dieser Definition. Nein, tust doch, du nicht. So weit wie für mich möglich. Und für dich war es okay, nicht. Okay, soweit für mich möglich ist es nicht möglich, jetzt zu verzichten, den Leon in den Kopf zu schießen und seinen Körper zu essen. Würdest du das akzeptieren? Nein, weil der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist moralisch nicht ermittelbar. Genau. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Leon und einer Kuh, dass ich die Kuh ins Schlachthaus schicken darf und dass ich den Leon nicht in den Schlachthaus schicken darf, aber die Kuh schon? Wo ist der Unterschied? So, schau mal, für mich zählt deine Argumentation nicht. Also ich kann nicht sagen, schau mal. Damit ihr gleich auch ein bisschen Mehrwert habt, werde ich euch einen Lösungsvorschlag machen, womit sowohl sie zufrieden sein sollte, als auch die anderen Fleischesser da draußen. Es gibt, ich meine, wir befinden uns im Jahr 2022. Wir haben ein Hubble-Teleskop. Ja, wir haben Bilder vom Universum. Wir haben Bilder von Sternen, die sind so weit weg. Quasi, wenn die von dort aus zu uns gucken würden, die Erde nicht mal existieren würde. Wir sind sehr weit entwickelt. Ich werde euch gleich einen Lösungsvorschlag geben, womit sowohl die Veganerin zufrieden sein wird, als auch jeder Fleischfresser da draußen. Aber wir gucken erstmal. Die sich halt aussprechen lassen. Wieso bist du so angefressen? Also für mich reicht die Argumentation, dass ich sage, hey, schau mal, der hat nicht so starke Emotionen, der hat nicht so Interessen. Hey, den kann ich töten. Das genau, ist kann er auch so sagen. Wie kommst du kann da er auch sagen. Schau mal die Pflanzen. Schau mal, ich habe hier was sehr Interessantes gerade. Das wissen die meisten Leute nicht. Da habe ich alles für dich mitgebracht. Wie viel Mühe hat es gegeben? Pflanzen haben Gefühle. Nein, dass Pflanzen überleben wollen.
Pflanzen wollen am Leben ein bleiben und sie wehren sich, wie gegen ihre Umwelt. Wie kannst du wissen, dass die das wollen, wenn die kein bewusstes Leidensempfinden haben, keine Möglichkeit, einen Wunsch das ist zu Konsens, äußern? Das ist Konsens unter der Wissenschaft. Nein, das ist nicht. Okay, dann gebe ich dir Beispiel und dann kann es jeder Zuschauer selbst beantworten. Also, die Pflanzen, da hat Raffaella recht. Sie empfinden keine Schmerzen, sie haben kein zentrales Nervensystem, Gehirn, da hat Raffaella recht. Dann erklärt mir mal bitte, wie zum Teufel die Ants in Herr der Ringe anfingen zu schreien, als sie in Brand gesetzt wurden. Echt eigentlich. Aber warte, lass mich kurz weiterreden. Aber sie wollen am Leben bleiben. Sie wollen nicht sterben. Und der Beweis ist, dass sie selber Abwehrmechanismen haben. Wenn du eine Zwiebel mit nach Hause nimmst, diese Zwiebel lebt noch. Deswegen seht ihr auch, dass die Zwiebel dann manchmal so grün rauswächst. Also die lebt noch, die ist vollkommen am Leben. Und wenn du sie dann schneidest, hat sie einen Abwehrmechanismus. Und zwar, dass deine Augen anfangen zu brennen. Das ist ein Mechanismus, den sie entwickelt hat, damit wenn die Mäuse kommen und sie anfangen zu essen, dass es den Mäusen brennt und sie abhauen. Das heißt, sie möchte am Leben bleiben. Die Dornen, was sind die Dornen? Die Dornen ist ein Mechanismus, dass sie nicht von anderen Tieren gefressen wird. Das heißt, diese Lebewesen wollen am Leben bleiben. Auch noch ein interessantes dabei, Tomaten. Kennt ihr diesen Tomatengeruch? Das ist ein Sekret, was die Tomate ausscheidet, damit sie die Läuse tötet, die an ihr knabbern. Und jetzt meine Frage. Wieso siehst du es als in Ordnung an, diesen Lebewesen, die offensichtlich überleben wollen, im Konsens unter allen Wissenschaftlern, Abwehrsystem, wieso sagst du... Guck mal, das ist wie so ein Mensch. Stellt euch vor, ihr seid irgend so ein Psycho. Irgendwas stimmt bei euch nicht, ja? Und ihr schaut euch die Sonne an, ihr seht, die Sonne ist grün. Für euch ist sie grün. Ich schwöre es euch, selbst wenn ich mit dem größten Fachwissen ankommen würde, selbst wenn ich mich mit ihr dahin teleportieren würde zur Sonne, ja, ich würde ihre Augen operieren lassen, dass sie sieht, dass die Sonne gelb ist. Ich würde alles machen. Sie würde das schwarz auf weiß sehen. Jeder würde ihr sagen, nein, die Sonne ist gelb. Sie würde darauf beharren, dass die Sonne grün ist, selbst wenn sie auf einmal sieht, dass die Sonne gelb ist, dass sie immer falsch lag. Selbst dann wird sie es nicht zugeben. Die beharren darauf, denen ist das egal. Dieser ganze Lebensinhalt verschwindet von heute auf morgen. Aber bei ihr ist das genauso. Was soll die denn sonst machen? Was hat sie denn sonst, außer ihre kurzen Haare? Ja? Hat doch nichts. Pfefferminztee. Das heißt, da wurde eine Pfefferminzpflanze getötet. Du hättest doch auch einfach Früchte essen können, wie zum Beispiel ein Apfel. Soll ich dir sagen, was die Antwort ist? Es ist für sie nicht praktikabel. Weil dann müsste sie auf Verstand viele Lebewesen verzichten. Antwort. Du kannst mir auch einfach die Frage stellen und ich beantworte sie dir. Was du gerade als Begründung genannt hast oder als Beweis benannt hast, dass Pflanzen ein individuelles Bewusstsein haben, hab auf gesagt. Basis dessen, dass sie überleben wollen. Doch, weil wenn du einem... Sie wollen überleben, ja. Wenn du das impliziert, dass sie ein Bewusstsein haben, um diesen Wunsch zu fühlen und dieses Interesse zu haben. Wie ein hirntoter Mensch. Ein hirntoter Mensch ist tot. Ja, der wacht nicht mehr auf. Da kommt nichts mehr. Der fühlt nichts mehr. Also ein hirntoter Mensch, den kann ich sofort schlachten, ohne zu überlegen, ethisch, oder wie? Weil das hat auf... Schau, prinzipiell, wenn der nie wieder aufwacht, keine Freunde und keine Familie hat, 100% Hirntod ist, also nichts mehr spürt, dann ist das ethisch absolut nicht verwerflich, wenn du die Maschinen ablässt. Du kannst ihn nicht fragen, weil er hirntot ist. Der ist weg, der ist tot. Dann lasse ich ihn doch lieber, anstatt ihn zu töten. Nein, weil das zum Beispiel die Ressourcen verursacht, verbraucht, dass du ihn dann am Leben halten musst, die du gegebenenfalls woanders benutzen könntest, um beispielsweise Menschen, die du noch retten kannst, die noch leidensfähig und bewusst sind, zu schützen. Ja? Hm. Wenn jemand hirntot ist und nicht mehr zurückzubringen ist, nicht so. Ich verstehe das. Sie sagt einfach, Digga, Pflanzen haben kein Bewusstsein, fress sie weg. Aber sie wollen, aber ich sehe es so, schau mal, ich sehe es wie ein Baby eher. Ein Baby hat noch kein ausgeprägtes Bewusstsein. Das ist eben was ganz anderes. Warte, ganz kurz. Schmerzen empfinden sie, das stimmt. Aber man nehme mal an, das Kind ist geboren ohne Schmerzen. Das heißt, jetzt hat es weder ein richtiges Bewusstsein, weder ein richtiges... Ich kann es auch nicht fragen, hey, willst du eigentlich überleben, Diggi? Sondern sein ganzes... Soll ich euch meinen Lösungsvorschlag sagen? Es gibt zurzeit einen Forscher, deutscher Forscher sogar, die arbeiten daran, Fleisch zu reproduzieren. Das heißt, die reproduzieren nicht das Gehirn des Tieres, die Augen, die Nase, Ohren, sonst Organe etc. Nein, die produzieren zum Beispiel nur die essbaren Stellen an Fleisch, sodass sich das dupliziert, sodass die Zellen wachsen. Man reproduziert ja zum Beispiel Maden. So kleine, millimetergroße Viecher werden ja, keine Ahnung, zigtausende im Wert von 1 Euro produziert. Ja, so einfach Maden. Das ist möglich, meinte der. Also das macht man ja schon sehr lange. Und dasselbe kann man auch bei Fleisch machen. Da wird zurzeit gerade reingeforscht. Das heißt, Tiere müssten nicht mehr leiden. Für diesen Fleischbedarf des Menschen könnte gesorgt werden. Und es schmeckt sogar. Es wurde getestet.
getestet. Die haben einen eigenen Koch dort, wo dieses reproduzierte Fleisch gekocht wurde für die Reporter vom WDR5. Die haben das getestet und gegessen und der konnte keinen Unterschied feststellen zwischen Lammfleisch. Also das war Lammfleisch, was die reproduziert hatten. Und das hat so einen besonderen Geschmack. Den kannst du nicht auf pflanzlicher Basis reproduzieren. Du kannst nicht dieses Kristallisieren, wenn es gerade gebrützelt wird, diese Karamellisierung, wie auch immer das heißt. Ja, du kannst das nicht reproduzieren auf pflanzlicher Basis. Es muss Fleisch sein und das hat einfach genau wie Lamm geschmeckt. Er hat keinen Unterschied gemerkt. Es ist ja auch Fleisch. Das hat dieselbe Zusammensetzung. Nur dabei wird kein Tier getötet, kein Tier reingezüchtet und sehr vieles von dem Tier geht ja verloren. Man tötet es ja nur, um es zu essen. Alles andere drumherum ist ja verschwendet, so gesehen. Das wäre halt eine sehr, sehr krasse Alternative, an der man zurzeit am Arbeiten ist, an der man zurzeit am Werkeln ist. Das einzige Problem ist dann wieder, wie kann man das umsetzen? Wird die Fleischindustrie klein beigeben? Die ganzen Leute, die die Tierhaltung machen, die davon leben, die ganzen Arbeitsplätze, die davon abhängig sind und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich wäre es möglich, das als Alternative zu benutzen und mir wäre es vollkommen egal. Also ich würde auch das essen. Wenn ich Bock habe, zum Beispiel auf ein halbes Hähnchen, die reproduzieren halt das Fleisch von dem halben Hähnchen nur und nicht das ganze Tier. Ich könnte das kaufen, dann würde ich das doch eher machen, als dass ich in Kauf nehme, dass diese Massentierhaltung stattfindet, die Tiere leiden und unter Qualen, sage ich mal, verrecken, in eingefärschten kleinen Käfigen, kein schönes Leben hatten. Wisst ihr, so als Beispiel. Unser Körper ist darauf ausgelegt zu überleben. Das ist bei den Pflanzen genauso. Sie wehren sich, sie sind darauf ausgelegt zu überleben. Aber schon mal, Raphael, bitte sei ehrlich. Ich bin ehrlich. Dann müsstest du eigentlich sagen, wieso bist du kein Frutarier? Wieso bist du kein Frutarier? Ich kann es dir nochmal erklären, ja? Was ist ein Frutarier? Weil wir keinen Grund haben zu glauben, dass diese Pflanzen bewusst leidensfähig sind. Ich habe es dir jetzt schon dreimal erklärt. Sie wollen leben. Ich habe es jetzt schon mal beantwortet, ich mache es jetzt noch einmal und dann beende ich es, weil sonst kommt das einfach nicht mehr durch. Du kannst einem Individuum erst das Interesse zugestehen, leben zu wollen, wenn es bewusst ist und diese Gefühle haben kann. Also ein Baby kann nicht sagen. Das Baby kann ich ja noch nicht fragen. Ein Baby ist ein bewusstes, leidensfähiges Individuum, wenn es Hirnfunktionen hat. Ein riesiger Unterschied zu einer Pflanze. Ich kann genauso gut, wie du gerade vorher mit diesen Insekten, mit den Dornen, kann ich genauso gut sagen, ich programmiere jetzt einen Computer. Ein Computer ist, außer wir knacken irgendwie den Code, um Bewusstsein freizuschalten, niemals fähig, bewusstes Interesse zu haben. Aber ich kann den trotzdem so programmieren, dass, wenn du auf ihn zugehst, Sekrete abschleudert, er Dornen hat, um sich zu verteidigen. Aber dennoch, wenn wir alles analysieren, werden wir keinen... Wir gucken kurz weiter, dann lasse ich die Audio von Leon laufen, ob sie aus dem Mund stinkt oder nicht. ...einen Anteil an dem Computer finden, der ihn bewusst und leidensfähig macht. Das ist eine mechanische Sache mit einem Lebewesen, mit einem Stoffwechsel, ein biologisches Leben. Genau das tue ich. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich einen Mensch perfekt nachprogrammiere, ist das dann ein Mensch? Nein. Doch, ja, tatsächlich schon. Wenn du das Bewusstsein auch schaffst, nachzuprogrammieren... Dankeschön, Straße. Nerven, ...dann haben wir eine riesige Frage wieder, ein riesiges, spannendes Thema in der Ethik. Können wir künstliche Intelligenz, nicht nur künstliche Intelligenz, sondern künstliches Bewusstsein erschaffen? Ja. Und auch da gibt es schon riesige philosophische Debatten, was ich besonders tragisch finde, dass wir uns erst darüber Gedanken machen, über diese philosophischen Gedanken von Computern, beziehungsweise AI, die es noch nicht einmal gibt, bevor wir uns dem widmen, was tagtäglich in den Schlachthöfen in deinem Namen passiert. Aber lass mich nicht über ihre Haare reden. Ich lasse jetzt kurz die Audio laufen von Leon Mascher, ob sie stinkt oder nicht. Ey, ohne Spaß, Digga, ich muss echt sagen, Digga. Die hat irgendwie nach Pfirsich gerochen, Digga. Ich war wirklich kurz davor. Ach, können wir das Thema lieber wenden? Mach weiter mit der Reaction, danke. Okay, heide, ciao. Chat. Ich würde so ehrenlos. Ich küsse sein Herz. Ich liebe den Jungen. Weiter geht's. Passiert ja auch viel in deinem Namen, was du hättest verhindern können, praktikabel. Das mag in manchen Situationen sein, ist trotzdem keine Rechtfertigung für irgendwen, der gerade hier am Tisch sitzt, nicht vegan zu leben. Aber du und weißt, was du halt gerade machst, ist nochmal eine Fallacy des Suizids. Ich glaube, wir sind jetzt fertig mit den Insekten. Wenn wir also wissen, und du hast mir die Frage vorher nicht beantwortet, wo ist denn der Unterschied? Also du hast mir die Frage vorher nicht beantwortet. Welches du hast dich dir auch gestellt. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer Kuh und dem Leon oder dem Apfel? Guck mal, ich sag dir das. Dann lass mich mal kurz aussprechen, Leute. Ich finde eure ganze Diskussion so, Digga, ihr macht das euch immer so kompliziert und so. Und ich finde, dass auch jeder so seine eigenen Sätze, Grundsätze, ich finde, der Mensch ist gar nicht in der Lage, überhaupt so Sachen zu beantworten. Jeder macht das fest, wie er Bock hat. Der eine sagt dann, ja, guck mal, die Pflanze kann ich aber auffressen, juckt mich nicht, hat kein Bewusstsein. Insekt juckt gar nicht, wenn man mit dem Range Rover, keine Ahnung, 500 km/h durch die Autobahn fährt und 10.000 Insekten ballert, weil es eine Insekten so, juckt nicht. Ne? So, obwohl die eigentlich auch ein zentrales Nervensystem haben. Aber ich bin ehrlich, mich jucken die wirklich nicht. Ich bin ganz straight, mich jucken die nicht, weil ich bin der festen Überzeugung,
der Mensch hier. Und der riesige Unterschied ist einfach, wie gesagt, der Mensch hat den Verstand. Für mich ist einfach der Mensch über den Tieren, was aber nicht heißt, dass der Mensch jetzt einfach mit der Knarre gehen sollte und jetzt eine Kuh jetzt abknallen sollte. Du machst doch jedes Mal, wenn du Zierpunkte isst. Guck mal, ich sag dir eine Sache. Mein moralischer Grundsatz ist, ne, und das kann ich nur jeden ans Herz legen, unterstützt keine Massentierhaltung, geht nicht zu McDonald's, geht nicht zu Burger King, holt euch die Scheiße da, das sage ich immer wieder, geht auch nicht irgendwie... Also du findest das okay, Bio-Menschen in den Kopf zu schießen? Was für Bio? Nein, auch nicht Bio, ich sag doch nicht Bio. Was machst du? Obwohl Menschen... Warte mal, nein, das ist so unangenehm hier von allen Seiten, wir sind hier gerade. Okay, cool, wir talken ja gerade. Ich muss ja an der Stelle sagen, er hat ein gutes Argument genannt, gut geredet. Sie ist natürlich jetzt eingeengt zwischen drei Männern, die alle gegen sie sind. Ich glaube, das ist eine ungewohnte Situation für sie, aber das sind so verhärtete Fronten, da kannst du nicht großartig mit reden. Da ist null Toleranz vorhanden. Kein Zentimeter entgegenkommen, obwohl das Argument mit den Insekten schon sehr, sehr stark ist. Das kannst du nicht entkräften. Henny, du kannst mir nicht sagen, dass das Tiere sind, mäßig, das sind ja auch Tiere, das sind Insekten, mäßig, die nichts fühlen. Oder wenn die tot sind, sind die tot. Wenn du denen Beine aufreißt, ihr müsst euch das so überlegen. Wir können das sowieso nicht beurteilen, ob die wirklich Schmerzen erleiden oder nicht. Wissenschaftler, vielleicht gibt es da Studien zu, ich habe keine Ahnung. Aber wenn da eine Fliege liegt und die kann nicht gut fliegen, gibt es Sadisten, die gehen hin, die wissen, du kannst denen Tropfen drauf machen, Wasser, die werden wieder fit und können wieder losfliegen. Aber die machen erst die Flügel raus, machen dann Tropfen Wasser drauf und schauen zu, wie diese Fliege so leidet. Als Beispiel. So ist der Mensch. Es gibt Menschen, die sind so, die sind nicht so. Aber es geht hier um was ganz anderes und zwar um die Debatte, dass wir uns von Fleisch ernähren. Und ich sage euch ganz ehrlich, könnte ich ohne Fleisch leben? Kritisch. Ich glaube nicht. Jeder, den ich kenne, der kein Fleisch isst, konservativ, Classic, ich bestelle mein Fleisch und ich kann es nur jedem Fleisch empfehlen. Guck mal, ich sag ja, wie gesagt, der Mensch unter einem gewissen Rahmen, ne, soll die Tiere gut behandeln, bla bla, und am Ende, wie gesagt, darf er ihn schlachten, darf theoretisch gesehen. Darf ich das Gleiche mit Menschen machen, die so gehalten wurden wie die Tiere? Menschen und Tiere sind nicht gleich. Genau, und das ist meine Frage, auch wenn sie nicht gleich sind, wir sind auch nicht gleich. Du darfst wo es natürlich ist der ethisch du darfst signifikante es nicht, Unterschied? Du darfst es nicht mit einem Menschen machen, natürlich. Weil der genau? Menschen über den Tieren ist. Okay, dann nein, das ist so unangenehm, eine Debatte funktioniert so nicht. Aber er macht doch einen validen Punkt. Weil ich möchte nein, er macht Punkt, keinen validen Punkt, doch, und das versuche ich halt gerade zu entkräften. Er sagt schon mal, der Unterschied ist der Verstand. Oh ja. Mhm. Okay, das ist das Ding. Er sagt, ich mache da den Unterschied fest. Genau. Und dann sagst du, warte, Stopp. Der warte, weniger, der so viel Verstand hat wie eine Kuh. Raphael, lass mich doch kurz deinen Punkt ausführen, weil ich finde, damit ist nur deutlich und dann kannst du darauf antworten. Er sagt schon mal, der Unterschied für mich ist der Verstand des Menschen. Dadurch verbietet es mit Menschen auf diese Art und Weise. Der Mensch ist eine richtig andere Spezies. Rein prinzipiell. Du machst einen anderen Unterschied. Du sagst zum Beispiel, hey, Bewusstsein. Hey, er spürt richtig keine Schmerzen. Ja, das hey, ist das Ding. Ich kann die Pflanze nicht fragen, richtig, ob sie sterben will oder nicht. Richtig. Das ist mein legitimer richtig Erlaubnis. Richtig. Du machst dir diese Erlaubnis. Das genau, ich mache genau das Gleiche. Deswegen, ich mache genau das Gleiche wie du. Genau, und deswegen habe ich dich am Anfang gefragt, bist das du eine Spezialistin? Nein, du bist Spezialistin gegenüber Insekten. Du bist es. Bin ich nicht. Du weißt zum Beispiel, wenn du hierher kommst, sterben so viele Insekten. Du weißt, du gehst in diesen veganen Laden, isst einen Burger und du weißt, die haben da was gebaut und da sind Maulwürfe gestorben. Mäuse, Kakerlaken, Tiere unter der Erde für dieses Gebäude. Ich will nicht das Wort heuchlerisch benutzen, das hört sich so toll an. Es ist doppelmoralisch. Nein, es ist halt auch keine Doppelmoral. Doch, es ist doppelmoralisch. Da muss man aber fair bleiben. Man muss ja auch irgendwo anfangen. An sich ist das ja eine gute Sache, die sie macht. Nur sie macht es auf dem falschen Weg. Einen meiner Cousins habt ihr kennengelernt. Wir waren sogar mit ihm essen. Er ist vegan, jetzt schon seit 4 Jahren. Er war davor Vegetarier. Er sagt, ihm fehlt es an nichts. Wenn du weißt, was du zu dir nimmst, ist es gut. Kommst du über die Runden, er geht auch trainieren. Er ist jetzt auch nicht, sag ich mal, sonderlich schwach. Er hat mir gesagt, es ist top. Er hat sich mittlerweile dran gewöhnt. Alles in Ordnung. Er entlastet quasi, ja, das Tierleiden. Zwar nicht gravierend, aber wenn viele es machen würden, würde natürlich die Nachfrage sinken. Vielleicht würde man nicht mehr so viele Tiere, sage ich mal, auf komische Art und Weise halten. Bei uns ist das ja mittlerweile schon so eine Art Sklavenhaltung geworden. Die Tiere existieren nur noch, damit die uns aufgrund von, sage ich mal, Geschmacksgewohnheiten dienen können. Weil wir daran gewöhnt sind, Fleisch zu essen, müssen die Tiere geboren werden, werden in einem Stall gehalten, 2x2 Meter, für Kühe jetzt als Beispiel, werden irgendwann umgebracht. Das ist deren ganzes Leben. Die existieren nur dafür, für diesen einen Tag, dass sie geschlachtet werden und dann irgendwann als
Fertigprodukt als Fleisch oder was auch immer auf unserem Tisch landen und wir verzehren das dann. Ich verstehe Ihren Punkt. Natürlich ist das schrecklich. Das zeigt auch, was für ekelhafte Wesen wir Menschen sind. Ich meine, wir sind ja nicht nur zu den Tieren so, wir sind ja auch zu anderen Menschen so. Schaut euch an, in was für einer Situation wir uns befinden. Aber ich glaube, das ist so eine Charaktersache des Menschen. Uns ist es egal. Hauptsache, uns geht's gut, weil wir sehr ego-getrieben sind. Da scheißen wir drauf. Wir haben ja sogar Menschen versklavt. Menschen zu unserem Nutzen ausgenutzt. Halt immer derjenige, der gerade an der Macht ist, unterdrückt diejenigen, die nicht an der Macht sind. Das ist das grundlegende Problem, finde ich. Schauen wir weiter. Threshold, es gibt diese logical fallacy, die du hier gerade machst. Es gibt die Eigenschaften, die sie übertrennen. Und es gibt halt direkte, ausgeführte Gewalt. Diskriminierung, wenn du halt vorher hast du als Eigenschaft den Verstand genannt. So, jetzt haben wir also einen Menschen und da sagen wir, wir nehmen den Verstand und reduzieren den so stark, dass er auf dem kognitiven, geistigen Bewusstseinsniveau von einer Kuh ist. Es gibt ja solche Menschen, die sind nicht unbedingt im Koma oder so, sondern die sind halt einfach ein bisschen einfacher gestrickt und die kriegen so viel mit wie eine Kuh, ja? Ja. Die leiden so wie eine Kuh, die fühlen so wie eine Kuh. Ja. Darf ich mit denen dann das machen? Was nee, du sowieso warum nicht. Warum nicht? Du sagst halt gerade, das war die Eigenschaft, dann hast ist du aber einen logischen der Mensch ist selbst der Mensch mit, selbst wenn er sein Brain komplett dead ist, er ist trotzdem ein ja, Mensch, er hat trotzdem eine Familie. Nee, genauso wie bei der Kuh, die Kuh hat die Familie hat Familie. Die Familie hat aber den Verstand, den die Kuh nicht hat. Die Kuhfamilie hat es nicht. Was wir gerade machen müssen, ist ein Trait Equalization Process. Okay, das heißt, wir nehmen alle Eigenschaften, die Kuh hat und der Mensch auch. In einer abgekapselten Welt, weder die Kuh hat Familie noch Freunde, noch der Mensch hat Familie und Freunde, also sind beide gleichermaßen bewusst und leidensfähig. Okay, warte, du hast jetzt einen Menschen, der keinen Verstand hat und keine Familie. Nein, kein Verstand. Das nennt sich ein hypothetisches Beispiel. Übertrieben hypothetisch. Das heißt, ich habe also einen Menschen, der hat nicht gesagt keinen Verstand, sondern der hat den Verstand von einer Kuh. Der ist genauso bewusst und leidensfähig, liebevoll, verspürt die gleichen Interessen. Will nicht keine Familie auch. Genau. Oder von mir aus genau die gleiche leidensfähige Familie. Die Eigenschaften sind auf jeden Fall gleich, aber wir reduzieren den Verstand auf den Verstand von alle. Aber alleine deswegen, weil er eine Familie hat. Ja, gut, er hat, sagen wir mal, gut, dann hat er halt diese Familie nicht, die Kuh auch nicht. So, abgekapselte Beispiel. Darf ich jetzt den Menschen so behandeln, wie du die Kuh behandelst? Einfach nur aufgrund der Eigenschaft, weil er sogar früher ein, also weil nein, einfach war allgemein auch nicht ein Mensch früher, ist. Für weil guck mal, so. Weil wenn du das so betrachtest, das so betrachtest, kannst du mit einem Baby nehmen und sagen, ja, Baby hat ja auch Dingens, kein Verstand und nein, so. Nein, das stimmt eben nicht. Es ist einfach prinzipiell ein Mensch und ein Mensch sollte man prinzipiell, hat einfach seine eigenen Rechte, meiner Meinung nach, und egal. Aber du hast mir gerade keine Begründung genannt, woran das liegt. Wir sind halt wieder nur bei der Spezies und das ist willkürlich genauso wie Rassismus. Guck mal, es besteht gar kein Interesse überhaupt, diesen Menschen zu töten. Warum nicht? Der spricht ja auch aus Fleisch, kannst du genauso gut essen. Ja, das ist ja kompletter Quatsch. Nee, irgendwie nicht. Gar keiner hat das Interesse, hier irgendwie Menschen vielleicht zu essen. Es gibt genügend Menschen, die hätten da voll Bock drauf. Ja, das sind ja nur Schwarze, die dürfen ja essen, kommt dann bestimmt. Das ist kompletter Quatsch. Aber wenn es das Interesse gäbe, ja, es müsste genauso gut, es müsste genauso wenig Interesse geben, aber meine Kuh, ja, das nennt sich hypothetische Beispiele, um Argumente rauszufinden. Aber wir bleiben bei der Realität, nicht immer dieses ultrahypothetische. Nein, ihr bleibt auch nicht bei der Realität. Wie gesagt, ihr könnt alle, wenn ich dich morgen frage, wenn es morgen regnet, was machst du dann? Und dann kannst du das genauso beantworten, egal ob du jetzt weißt, aber deine Dinge sind todesrealitätsfern. Du kommst mit irgendeinem Menschen, der keine Familie hat. Das ist so realitätsfern. Du kennst kein Beispiel dafür, so realitätsfern. Ich kann dir jetzt mindestens 10 Patienten nennen, die ich kennengelernt habe, die bewusst sind, genauso wie eine Kuh und genauso wenig Familie. Es besteht kein Interesse, keine Nachfrage überhaupt, diesen Menschen in den Kopf zu knallen. Aber wenn wir jetzt also Nachfrage hätten, das zu tun, wäre das dann gerechtfertigt? Diese Nachfrage wird niemals kommen. Wenn es diese Nachfrage gäbe, kannst du ein Hypothetikum beantworten? Nein. Hypothetiker müssen nicht realitätsnah sein. Sie müssen einfach nur deine Ethik testen. So funktioniert die Wissenschaft Ethik. Du versuchst dich möglichst nah an willkürfreie... Wissenschaft, es ist nicht Ethik ist eine Wissenschaft und du versuchst aber halt vor weil der Mensch, weil guck mal, ich erkläre einen wenn Milli, du das beim Menschen nicht Milli, machst, gibt es keinen ethisch signifikanten Milli, Unterschied. Milli, Milli, hör mir mal zu. Alleine die Tatsache, dass der Mensch als er sagt einfach die ganze Zeit Milli zu ihr. Militante Veganerin. So respektlos musst du erstmal sein. Das ist wirklich auf Ernst. Ne, wir haben sehr, sehr gute Punkte genannt. Ich meine, das Beispiel, was ich hier gesagt habe, was bis jetzt gar nicht erwähnt wurde, wie man das ganze Problem lösen könnte, da bräuchte man diese Diskussion hier gar nicht mehr, ist auch meiner Meinung nach stark. Es gibt da vielleicht ein, zwei Punkte, die man beachten müsste beim Ranzüchten von Fleisch. Ist nicht getestet, kann es gesundheitsschädlich sein, obwohl es eigentlich 1:1 genau das Fleisch ist, was so ist. Also diejenigen, die darüber geredet haben, waren sehr überzeugt davon. Hat auch genau geschmeckt wie Fleisch, aber scheiß mal darauf, wir sind ganz, ganz ernst. So wirklich, wir gehen ernst in die Thematik rein und er unterbricht sie am laufenden Band und sagt Milli, Milli, Milli.
Ich habe jetzt erst gecheckt, dass er damit militante Veganerin als Abkürzung meint. Ne, das ist ihr neuer Spitzname. Milli. Oh, ganz gottlos heute. Wesen überhaupt die Fähigkeit hat, ne, einen Verstand zu haben und das Tier nicht. Alleine ein nur Tier deswegen. Hat auch einen Verstand. Lass mich doch einmal aussprechen, so Milli. Milli, du lässt mich jetzt aussprechen. Milli, tamam, aber du lässt mich aussprechen. Guck mal, alleine die Tatsache, dass der Mensch als Wesen, ne, überhaupt die Fähigkeit hat, einen Verstand zu haben, alleine nur das gibt uns nicht das Recht, egal ob er jetzt gerade einen Verstand hat oder nicht, ihn zu töten. Das ist meine Meinung, ganz straight. Es gibt uns nicht das Recht. Genau. Aber was gibt dir dann das Recht? Wieso darfst du eine Kuh so behandeln, aber einen Menschen nicht? Guck mal, ich sag dir, nach meinem Grundsatz, die Kuh sollst du trotzdem gut behandeln. Aber wenn ich den Menschen gut behandle, darf ich ihm ja auch nicht in den Kopf schießen. Ich hab dir doch gerade gesagt, den Menschen aufgrund der Tatsache, weil er überhaupt die Fähigkeit hat, als Spezies den Verstand zu haben, machst du das nicht. Wenn es eine Unterkategorie von Menschen gäbe, die das nicht haben, dann dürfte man das nicht machen. Hypothetisch. Nein, ist es eben nicht. Apo, schau mal, weißt du, wie wir das ganze Gespräch beenden können? Das ganze Gespräch können wir beenden. Raffaela, du kannst nicht mit dem Finger auf andere Menschen zeigen und sagen, ihr seid die Bösen. Weil wir haben ganz viele unterschiedliche Stufen. Zum Beispiel, weißt du, wer mit dem Finger auf dich zeigt? Buddhistische Mönche. Buddhistische Mönche lehnen es ab, dass sie verreisen und dabei vollkommen in Kauf nehmen, dass sie dabei viele Lebewesen töten. Mhm. Sie lehnen es auch ab, sie leben abgekapselt, sie tun teilweise sogar mit kleinen Löffeln die Erde umgraben, weil wenn du mit der Schaufel reinschichst, tötest du, ich arbeite im Garten, wir haben einen eigenen Garten, da siehst du mal, wie viele Lebewesen du da tötest. Du könntest es aber auch ganz vorsichtig machen mit den Löffeln. Das ist nicht Suicide Fallacy. Nein, bitte. Suicide Fallacy. Raffaele, schau mal, das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche Steps. Das heißt, wir haben einmal den buddhistischen Mönch, der würde mit dem Finger auf dir zeigen. Ihr kauft euer Gemüse und euer Obst aus dem Supermarkt. Bei diesen Sachen, die du kaufst, da geht der Mähdrescher durch, um diese Kartoffeln zu ernten. Da werden Mäuse getötet, Hasen getötet. Das ist mir auch ein Bild. Genau, richtig. Und das heißt, er will mit dem Finger auf dich zeigen. Du bist jetzt eine Stufe drunter. Du sagst, okay, das, was die buddhistischen Mönche machen, ist für mich vollkommen unpraktikabel, so zu leben. Da leide ich viel. Kein Verreisen mehr, kein gechilltes Essen mehr, alles umständlich. Das ist mir zu anstrengend. Das ist für mich nicht mehr praktikabel. Das ist genau deine Definition. Und jetzt kommen wir und sagen, na, bei uns ist die Grenze hier. Wir dürfen ein bisschen Fleisch essen. Das heißt, wisst ihr, an wen sie mich erinnert? Mit ihrer Art und Weise zu antworten. Achtet mal drauf, wie sie die ganze Zeit guckt und wie sie immer so, ja, Gott, der ist so dumm, Doppelmoral. Wisst ihr, an wen sie mich erinnert? Nur in weiblich? Nein, nicht an Luna. Ich küsse euer Herz. 1:1! 1:1! Immer wenn er auf mich reagiert, reagiert er genauso! Nein, nicht mehr wie an Kuchen. Aber an Kuchen von früher, wo er den großen Hate hatte. Mittlerweile geht er wirklich fit. Aber achtet mal drauf, wenn er reagiert. Habe ich recht oder nicht? Ja, boah, ist der dumm. Doppelmoral. In-vitro-Fleisch was sagen. So, ich habe was rausgesucht. In-vitro-Fleisch, auch kultiviertes Fleisch, schlachtfreies Fleisch. Umgangssprachlich, Laborfleisch ist das Ergebnis von Gewebezüchtungen mit dem Ziel, Fleisch zum menschlichen Verzehr im industriellen Maßstab synthetisch herzustellen. Das ist das, was ich euch vorhin versucht habe zu erzählen. Da wird erstens ein Tier, ne, man nimmt ein Tier, man entnimmt diesem Tier Muskelgewebe. Dieses Muskelgewebe wird dann, keine Ahnung, 2-3 Schritte so weit dupliziert. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Da gibt es so einen bestimmten Fachbegriff dafür. Da werden halt Stammzellen draus gewonnen und das wird dann vermehrt. Da gibt es so einen Fachbegriff dafür. Ich habe es jetzt vergessen, wie das heißt. Mehr und mehr. Und man könnte dadurch halt sehr, sehr viel synthetisches Fleisch herstellen, was eigentlich im Grunde genommen auch echtes Fleisch ist, nur dass es halt nicht am Körper oder am Knochengerüst eines Tieres dranhängt, was lebt, sondern es ist leblos. Es ist einfach nur Fleisch, hat den Geschmack vom Fleisch, hat die Werte von Fleisch und dient nur dazu, dass wir es essen können. Des Geschmacks willen, dass wir diesen Geschmack vom Fleisch nicht verlieren, indem wir umswitchen auf, sage ich mal, Tofu ist auch geil. Es gibt viele Alternativen zu Fleisch. Die sind auch geil, habe ich auch schon probiert. Das hier wäre für die ganz, ganz Radikalen unter uns, die ohne Fleisch nicht können, die zum Beispiel diesen Lammgeschmack brauchen. Weil Lammgeschmack kannst du nicht nachmachen oder andere Geschmäcker kannst du nicht nachmachen. Genau dafür wird das da daran geforscht. Ihr seht, wir haben alle ganz unterschiedliche Stufen. Wir dürfen manchmal Menschen in den Kopf und schießen, um ihr Fleisch ganz zu kurz, essen. Ganz wir kurz. Dürfen manchmal Frauen vergewaltigen. Wir haben alle das unterschiedliche ich nicht gesagt. Stufen. Das habe ich nicht gesagt. Wir haben unterschiedliche Stufen und das ist das Problem grundsätzlich mit der Moral. Denn es ist kein, du kannst nicht wissenschaftlich ermitteln. Siehst was? Du das? Ich weiß das. Das machst du. Schau mal. Findest du es gut? Weißt du, wieso dich das schockt? Weil ich Empathie habe und mich in die Schwächeren hineinfühlen. Falsch. Es ist instinktiv.
Denn schaut mal, ich will jetzt beweisen, dass sie mit anderen leidensfähigen Tieren überhaupt kein Mitleid haben. Also, Raffaela, ich muss jetzt hart sagen, ich hoffe, du bist mir nicht sauer, wenn ich das sage. Du bist die stärkste Form von Speziesismus. Wieso? Weil du bei den einen Tieren... Du zeigst mit den Fingern nur dort, aber da nicht. Genau, bei den einen Tieren hast du Mitleid, bei den anderen nicht. Und noch viel schlimmer, du zeigst mit den Fingern auf andere Menschen. Ich wette mit dir, du kannst nicht mal schätzen, wie viel du pro 100 Kilometer heute an Tieren getötet hast. Kannst du es überhaupt schätzen? Wenn du es nicht mal schätzen kannst, zeig es, dass es dich überhaupt nicht interessiert. Das heißt, du bist eine richtig wahre Speziesistin. Ich habe dir schon erklärt, dass Speziesismus einfach nur Diskriminierung auf Basis der Spezies ist. Genau. Selbst wenn Insekten jetzt auf meinem Weg hier gestorben wären, dann wäre das nicht Diskriminierung auf Basis der Spezies, sondern auf der Eigenschaften, die in diesem Fall mit ihrer Spezies einhergehen. Also kleiner. Ist unabhängig von der Spezies. Beispielsweise kleiner, ja. Kleiner Tulpen. Also so ein Umpa-Lumpa, diese Zwerglüchsige, einfach töten. Wenn du die Straße gehst und da steht ein klitzekleiner Mensch und dann besteht die Möglichkeit, dass du auf ihn drauf trittst, jedes hundertste oder jedes tausendste Mal, wo du drüber gehst, dann besteht hier eine ganz andere ethische Frage, als wenn du sagst, ich schicke diesen Menschen, es ist alles vermeidbar. Hier ich bewusst, das andere aber das, ist, aber das genau, nennt man das im deutschen Strafgesetz fahrlässig in Kauf nehmen. Das heißt zum Beispiel unabsichtlich... Das ist krass, dass dir das einfach... Unabsichtlich? Das ist das, was du anrichtest. Nein, also das erkläre ich dir ich kann da gar nicht wegschauen, ich weiß, weil ich das so furchtbar finde. Das tut mir so weh. Soll ich dir ehrlich sein, Raffaela? Dass dir das... Ich stimme dir sogar zu. Ja, aber trotzdem unterstützt du es, weil du nicht vegan bist und erzählst mir irgendwas von Insekten, die irgendwo... Das ist du musst so mich ja verstehen. Einfach. Wenn du wirklich gegen Insektentode bist, weißt du, was all diese Tiere essen? Die kriegen ihr Felder vollgespritzt, da stehen auch all die Pflanzen, die angeblich so leiden. Da stehe ich sogar dahinter. Die allermeisten Pflanzen der Welt werden ja getötet für die Tiere, die du noch dazu versklaven lässt. Ja. Das ist so eine absurde Unterhaltung, während du Individuen, die genauso fühlen können wie deine Mutter, wie du, wie sein Hund, ein Messer in die Kehle stechen lässt. Die sind genauso Personen wie du und ich. Aber du musst doch mit dem Finger auf dich... Ich hab's, weißt du, wieso ich glaube, wieso du es machst? Wieso bringt dir überhaupt jemanden Dritten hin? Das ist so unhöflich. Der sollte das eigentlich nur vorbeibringen. Also, Über Organtransplantation. Es reicht mir. Nein, danke, ich rede nicht mehr mit dir. Aber ich habe doch nichts getan. Nein, weil du respektierst überhaupt nicht, dass ich diese Frage jetzt viermal beantwortet habe. Okay, dann eine andere Frage. Stell dir mal vor, einer braucht eine neue Herzklappe. Ja. Wäre es legitim, ein Schwein zu töten? Nein, absolut nicht. Milli, stell vor, deine Mutter liegt im Sterbebett. Okay? Deine Mutter ist ein schlechtes Beispiel. Aber nehmen wir jemanden, verzeih den ich mag. Okay, jetzt verzeih mir einfach. Da ist schon die Antwort. Meine Mutter ist ein schlechtes Beispiel. Das ist die Antwort, Leute. Nehmt es mir nicht übel. Aber glaubt mir eine Sache. Irgendwo muss das ja herkommen. Diese Verbissenheit. Wie gesagt, es ist gut, was sie macht. Sie geht aber auf keinen zu. Sie ist zu krass in ihrer eigenen Welt. Die steckt da so krass fest. Was sie macht, ist in Ordnung. Und sie kann mit dem Finger auf alle anderen zeigen, die eine Stufe unter ihr sind. Die ist nicht so machen wie sie. Aber wenn, der hat ja das Beispiel mit den Buddhisten gebracht. Buddhisten sind ja noch eine Stufe über sie. Die achten ja wirklich auf alles, auch dass keine Insekten etc. getötet werden. Die nehmen nicht mal große Wege in Kauf. Die sind ja komplett auf einem anderen Level. Wenn die mit dem Finger auf sie zeigen, dann sind auch die falsch. Denn man kann es auch komplett übertreiben und sich am Ende des Tages umbringen, damit überhaupt kein Wesen mehr zu Schaden kommt. Ob das geht oder nicht, naja. Oder deine Mutter hat dich zur Welt gebracht, hat alles für dich getan. Nein, Digga. Du wärst nicht mal hier oder anderes Themawechsel gerade jetzt, ne? Würdest du das machen oder würdest du sagen, nee, das ist gegen meine moralischen Grundsätze? Also ist es ideologisch falsch, aber es kommt hier auf einige Faktoren an. Ich würde das vielleicht ein bisschen anders gestalten, weil sonst ist das Beispiel nicht ganz korrekt zu beantworten. Wenn jetzt wir einen Menschen haben, mit dem ich genauso wenig Bezug habe wie zu einem Schwein, sie beide leben gleich lang, sie beide werden im Leben das Gleiche leisten können, weil Menschen können beispielsweise vielleicht Friedensbringer sein für Nationen, ultra viel. Okay, es ist eine neutrale Person. Es ist eine neutrale Person, die nichts bringt, die genauso und der Schwein auch nichts bringt, unter Anführungszeichen. Dann besteht hier kein ethisches signifikanter Unterschied, weswegen ich das Schwein umbringen darf, um den Menschen zu halten. Das ist, als würdest du mich fragen, darf ich eine schwarze Person erschießen, um eine weiße zu retten? Du sagst also nein, man sollte das nicht machen. Wenn diese Faktoren, wie gesagt, gleich sind, richtig, dann besteht es keine ethisch signifikante Rechtfertigung, genauso wenig wie ich also einen schwarzen Menschen nicht machen. Einfach du würdest das nicht machen. Jetzt will ich einmal kurz was sagen. Das heißt, wenn man einen Impfstoff testen würde an Tieren, sagt man, testet man das lieber an dir, weil du sagst, das Tier willst du beschützen? Vor allem bei Tierversuchen, das ist auch ein unglaublich schwieriges und unglaublich komplexes Thema. Wenn du beispielsweise ein Medikament entwickelst, was nicht ohne Tierprodukte geht, was es geht mittlerweile. Ich bezeichne mich als Deontologin, das heißt, ich sehe Grundrechte von fühlenden Individuen als generell schützenswert an, wobei ich auch Ausnahmen mache, beispielsweise wenn es um die Kastration geht, weil du damit utilitaristisch wahnsinnig viel Leid verringern kannst. Und dann sind wir bei diesen Trolley-Beispielen, die ihr vielleicht kennt.
Würdest du jetzt den einen Menschen überfahren oder zwei Menschen, aber die sind irgendwie behindert oder der eine hat gestern eine Bank überfallen, genau. Dann bestehen hier einfach weitere Faktoren, die du damit hineinziehen musst. An wen testen wir Medizin, genau. Impfstoff, wo wir potenziell schlimmen Schaden davon tragen? Ja, an wen testen wir? Das ist halt die Frage. Wie können wir das rechtfertigen? Können wir das rechtfertigen? Wo ist der Unterschied beispielsweise, wenn ich sage, ich nehme jetzt diese Maus her, folter sie zu Tode, um 3 Menschen zu retten? Okay, was ist, wenn ich damit 100 Menschen rette? Okay, bei einem Menschen, glaube ich, wäre ich ganz klar so, nee, das ist nicht in Ordnung, jetzt eine Maus zu Tode zu foltern, um einen Menschen nicht zu retten. Nicht foltern, nur das Impfstoff verabschätzen. Also, die werden gefoltert. Also man tut, was muss man machen? Man hat so einen Impfstoff, okay, und dann weiß man halt nicht, was passiert da. Bekommst du eine Nervennehmung? Dann tue ich das rein. Ja, richtig. Also ich dann spritze ich das rein und dann schaue ich, wie die Maus darauf reagiert. Folter. Das ist genau. Einfach, das können wir einfach. Und das sollen wir nicht machen. Genau. Also das heißt, die Impfstoffe nicht an Tieren machen. Nein, ich habe gerade gesagt, das kommt auf den Threshold an. Ja? 10 Menschen. Es geht um den Mehrwert. Es kommt sowas wie ein Threshold, das nennt sich eine Schwelle, wo ich dann vielleicht mal sagen würde, okay, das kann ich jetzt vielleicht utilitaristisch rechtfertigen, wobei hier es auch unterschiedliche Perspektiven darauf gibt, und zwar eine ideologische. Darf ich überhaupt jemandem Schaden zufügen, um damit der sonst keinen Schaden hat? Du bist aber prinzipiell dagegen. Aber der Threshold ist vollkommen willkürlich. Der ist willkürlich. Bei 1 sagst du, das kann man noch nie so richtig rausrechnen. So es gibt sowas wie Willkür und sowas wie. Wie misst du das? Wie misst du den Threshold? Das ist eben Ethik und das ist eben ganz, ganz, ganz schwierig. Ich kenne mich mit Ethik aus, kannst du darüber reden. Wie misst du den leider nicht, wenn du Ethik nicht einmal zugestehst, dass es eine Wissenschaft ist, weil es hier um. Willkür. Das ist Willkür. Das ist 100% Willkür. Das ist subjektiv. Es ist ab einem gewissen Punkt Willkür. Würdest du sagen, ist es in Ordnung, einen schwarzen Menschen eine Spritze zu geben, um einen weißen Menschen zu retten? Ja. Für mich sind alle Menschen gleich. Genau, also, aber eben für mich halt alle leidensfähigen Individuen gleich. Ja, für dich. Auch wenn sie auf die gleiche Art. Guck mal, ich bin ehrlich, und für die anderen alle Lebewesen gleich. Egal, ob sie leiden können oder nicht. Das macht halt keinen Sinn, weil es hier keine ethisch signifikanten Unterschied gibt. Für ihn ist es ein ethisch. Es gibt keinen für ihn einen ethisch signifikanten Unterschied. Wegen dem Beispiel mit der liebenden Person, ne? Ich bin ehrlich, ich glaube dir da einfach gar nicht. Ich glaube ganz ehrlich, wenn du eine liebende Person hast. Ich habe ja vorher nicht deine liebende Person geantwortet. Ich habe das im neutralen Setting. Bei den Liebenden, darauf habe ich gar nicht keine. Okay, bei liebenden Personen hättest du wahrscheinlich aus subjektiver Meinung hättest du wahrscheinlich das Schwein geopfert. Du hast jetzt hier auf der einen Seite entweder ein Schwein oder entweder einen normalen freshen Boy wie mich jetzt als Beispiel. Ne? Würdest du jetzt einfach sagen, ist man eigentlich Wayne, welches Herz sich das da rausnimmt? Nein, weil es kommt eben auf andere Faktoren als nur auf die Spezies an. Wenn du beispielsweise aber dich wieder einem Trait Equalization Process unterziehst. Wir haben gesagt, die Faktoren sind gleich. Bei dem Tier und bei dem Mensch, das sind beides voll neutral. Beide komplett neutral. Und beide gleich leidensfähig. Beide gleich, leben alles gleich, Leben gleich, von mir aus. Dann gibt es keinen ethisch signifikanten Unterschied, dann würde ich eine Münze. Und das glaube ich dir nicht, das glaube ich dir nicht. Ja, ich bin ehrlich, das glaube ich nicht. Und was ist, wenn es nicht ein Schwein ist, sondern nur das Sekret von einem Insekt, was man tötet und dann überlebt? Bei Insekten Also man tötet ein Insekt, wie zum Beispiel eine Heuschrecke, und da ist ein Sekret drin, und mit dem Sekret kann Apo weiterreden. Ja, das leben. Kommt tatsächlich auf die bewusste Leidensfähigkeit dieses bestimmten Insekts an. Das kommt auf das Insekt an. Es ist ja nicht Insekt gleich Insekt. Also die Universität in Sydney hat hier eine sehr interessante Studie, wo sie sogar herausgefunden haben, dass Fruchtfliegen und demzufolge Insekten sogar chronische Schmerzen spüren. Was heißt chronisch? Das heißt, da hatten sie einen Schnitt im Bein, das ist sogar abgeheilt, aber sie haben immer noch Schmerzen. Mhm. Genau. Und das heißt, dass sie leiden auch. Würdest du jetzt die Heuschrecke schlachten? Sie hat ja gesagt, weil die kein Bewusstsein haben, juckt sie das nicht. Wenn ich schwarz auf weiß habe, dass tatsächlich das Insekt gleichermaßen leidensfähig ist, wie wenn ich da jetzt ein Schwein nehme, gleichermaßen lang leben würde, gleichermaßen bewusst ist und so weiter und so fort, ja, dann müsste ich halt wieder die anderen Faktoren mit einbeziehen. Dann haben wir die Leidensfähigkeit gleich. Okay, dann muss ich mir andere Faktoren anschauen. Wie lange lebt dieses Insekt noch und so weiter und so fort. Und selbst dann müsste es einen ziemlich hohen Threshold geben. Wenn ich, wie gesagt, Hitler retten würde, dann würde ich lieber die Heuschrecke retten. Wenn ich Trump hätten retten sollte, dann würde ich wahrscheinlich auch lieber. Wir gehen immer davon aus, beide sind alle neutral. Wir haben jetzt Apo und die Heuschrecke. Ja. Ihr könnt die Heuschrecke schlachten, töten und dafür kann Apo überleben. Findest du, das ist moralisch korrekt? Ganz ehrlich, da müsste ich mich hinsetzen und darüber nachdenken, aber höchstwahrscheinlich würde ich in dem Fall Apo retten, statt die Heuschrecke, weil ich, soweit ich informiert bin, davon überzeugt bin, dass die Leidensfähigkeit eines Insekts deutlich geringer ist. Also wenn ich nur eins Das war aber auch eine sehr schwierige Frage, muss man hier an der Stelle sagen. Ne? Deswegen, es ist schon sehr heftig, die reden so krass aneinander vorbei. Bro, das sind so verhärtete Freunde. Und macht einfach das synthetische Fleisch. Wir sind in der Lage dazu, sowas herzustellen. Wir sind schon lange in der Lage dazu. Es muss nur gefördert werden. Wir müssen halt alle mitspielen. Viele Jobs stehen da auf dem Spiel. Viele Existenzen. Deswegen zieht sich das auch alles ein wenig. Ich bin definitiv dafür, größtenteils auch mal synthetisches Fleisch zu essen. Es wird immer Leute geben, die meckern werden. Die dann sagen, nein, es schmeckt nicht genauso wie echtes Fleisch. Obwohl du denen gerade echtes Fleisch draufgelegt hast. Also wirklich so geschlachtet. So Leute wird es immer geben.
geben. Aber ich meine grundsätzlich, um, sage ich mal, 70-80% des Konsums der Leute zu bedienen, zu befriedigen, wäre das keine schlechte Idee. Natürlich, diejenigen, die keinen Bock drauf haben, können sich immer noch normale Tiere holen. Es leiden dann halt 70% weniger Tiere, ne, je nachdem, wie viele Leute auf das synthetische Fleisch zurückgreifen. Und dann wäre die Thematik auch schon fast durch. Ich meine, du kannst die Welt nicht zu einem perfekten Ort machen, wo es kein Leid gibt, wo die Löwen mit den Rehen an einem Tisch sitzen und kultiviert, sich dann auch noch hier so Serviette am Hals binden, ja, und dann mit Messer und Gabel essen. Dritte Messer von rechts musst du nehmen, dritte Löffel von links musst du nehmen für die Vorspeise, für die Suppe, und dann nimmst du den zweiten Löffel und den letzten nimmst du für den Nachtisch, für Nachtisch. Ihr wisst, was ich meine. Eine so eine Welt wird es niemals geben. Erstmal dazu. Am Ende des Tages kommst du hier nicht auf einen gemeinsamen Nenner mit ihr. Von beiden, aber wenn du, wenn du die Heuschrecke kann ich noch eins von beiden retten, oder muss ich das Insekt absichtlich gewalttätig töten, um ihn zu retten? Du musst halt ein Sekret rausholen, was in dem Insekt ist, ähnlich. Oh, es ist eine schwierige Frage. Wie kommt das Insekt dafür zu leiden, dass ich jetzt abrette? Ich kann diese Frage nur sehr, sehr schwierig beantworten. Und das ist jetzt wirklich die Spitze der Unehrlichkeit, nee, Raphael. Ist es nicht. Das ist die Spitze der Unehrlichkeit. Zu behaupten, um ein Menschenleben zu retten. Schau mal, er tötet jeden Tag aktiv Insekten. Das Insekt tut niemandem was. Sie hat wieder mit dem Finger auf Apo gezeigt und drei Finger zeigen auf sie selbst. Das war gerade die Spitze der Unehrlichkeit. Zu behaupten, eine Person, die du liebst, okay, nicht Apo, aber eine andere Person, dass du sie nicht retten würdest und du müsstest nur ein Insekt töten und du sagst, nein, nein, das würde ich nicht machen, das Insekt. Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht machen würde. Hast du es am Ende gesagt? Kann sich jeder noch anschauen? Nein, habe ich nicht gesagt. Vor allem, es ging nicht um die, es ging jetzt konkret um Apo, ja? Apo liebe ich jetzt gerade nicht. Apo tötet jeden Tag. Noch nicht. Apo tötet jeden Tag durch das, was er macht, Insekten. Das heißt, ich könnte entweder mich jetzt entscheiden, Apo zu töten und ganz viele Insekten damit zu retten. Du würdest mich sofort retten, ich weiß ganz genau. Also jeder kann zurückspulen. Sie hat so getan, als ob man da jetzt groß überleben muss. Aber für das Menschenleben, nur ein Insekt zu töten und laut einer Studie... Es kommt Studie, auf den Menschen an und es kommt auf das ganz Insekt kurz, an. Ganz kurz, Apo ist auf jeden Fall ein fresher Hase, den man auf jeden Fall retten kann. Da wäre der Main Character aus YouTube weg. Also natürlich muss man ihn retten. Der Arme wird sogar von seinen eigenen Leuten auseinandergenommen. Der wurde ja auch heute in einem TikTok-Livestream von Leon Mascher hops genommen. Der tut mir wirklich leid mittlerweile, der Red. Wirklich jetzt. Sogar seine eigenen Freunde sich die ganze Zeit darüber lustig machen. Aber am Ende des Tages kann man halt nur über sowas lachen. Also das heißt, ihn zu retten. Und jetzt hat sie so getan, als ob man da irgendwie überlegen muss. Glaubst du, sie hat eine Sekunde überlegt, hierher zu fahren? Nee, laut einer Studie. Nee, gar nicht. Das ist ja das Unlogische. 40.000 Insekten. Ja, ne, weil da ist es auf einmal interessant gestorben. Und hat da sie überlegt einmal man, überlegt? Aber da... Nein, nee. Und jetzt bei der Heuschrecke überlegt sie angeblich... Oh, das ist schon wieder im Kreis und haben schon wieder die Suicide Falle, genau, sie an dieser Stelle noch dazu, ist das auch keine... Es ist die Zoom-Call-Falle, ihr versucht mich hier gerade unterzuwerfen, du bist Spezialistin, sondern es ist auf Basis der Eigenschaften eine andere Wahl zu treffen. Und nochmals, wie gesagt, das sind total ethische Randfragen. Es gibt nur vier Gründe, weswegen ihr nicht vegan lebt. Und sagt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ob das rechtfertigen sind, um irgendjemanden in den Kopf zu schießen. Geschmack, Tradition, Gewohnheit und Bequemlichkeit, sind das jetzt Rechtfertigung, wenn ich sage, wir haben es immer schon so gemacht. Also ich sage ehrlich, genau die Gründe, genau die du das ist. Genau das ja, ist es. Ich bin anders als sie. Okay. Ich sage, diese Massentierschlachtung, guck mal, hier, wir werden gerade Videos angezeigt für die Leute, die nicht verstehen. Aber das ist auch Manipulation. Es ist ja egal. Das ist die Wahrheit. Nein, weil bestimmt schon, sie zeigt schlechte Beispiele. Das ist 99% dessen, was wir konsumieren. Aber sagen wir sogar, das ist 99%. Bruder, wir gehen das davon aus, okay? Ich war doch schon in Schlachthäusern. Bruder, es ist egal. Guck mal, ich sag euch eine Sache. Guck mal, ich bin 100% dagegen. Deswegen sage ich, verzichtet immer auf diese ganzen McDonalds, diese ekligen Scheißgeschichten, wo man weiß, die Tiere werden dann scheiß behandelt. Sage ich immer. Ich zum Beispiel, ich bestelle mein Fleisch nur von meinem Kollegen Josef Bio, wo ich selber die Gewissheit habe, die Tiere werden nach meinem Maßstab, nach meiner Überzeugung gut behandelt. Und ich bestelle nur von denen. Wirklich nur. Und glücklichen Tieren darf man in den Kopf schießen. Er will die ausspielen mit seinen Argumenten, die er nennt, aber er ist nicht normal. Die werden ja nicht in den Kopf geschossen. Genau, und du überfährst glückliche und unglückliche Insekten also aufgrund nur Freizeitaktivitäten. Ja. Verreist du gerne, Raffaella? Ich rede nicht mehr mit dir. Also ich sage, glücklichen Tieren darfst du... Ich dachte, du kannst mit jedem... Also so dumm, wie es klingt, ne? Ich bin ja ehrlich. Glücklichen Tieren, die leben ja wirklich glücklich, ich habe das selber gesehen, ne? Die darfst du unter gewissen Voraussetzungen, dass sie das nicht sehen, dass sie nicht unter gewissen Stress ausgesetzt werden. Das kann man sich natürlich einreden. Ne? Selbst wenn das für dein Fleisch so wäre, konsumierst du ja auch andere Tierprodukte. Also das ist falsch. Und ich sage ja trotzdem... Aber selbst wenn das so wäre, ist das ja keine Rechtfertigung, wenn ich das bei den Menschen machen würde, weil das ja auch nicht in Ordnung und das sind genauso leicht. Menschen sind ja anders. Menschen sind ja... Das hatten wir schon dran. Verstandsfähig. Das ist ja egal. Wir sind eigentlich alles durch. Guck mal, ich hole nur handgeangelte Fische zum Beispiel. Und der wollte einen Haken in den Mund haben. Genau, und du sagst, es ist in Ordnung. Darf ich dir einfach einen Haken in den Mund stecken?
Guck mal, natürlich darfst du das aufgrund der deutschen Rechtsordnung okay, natürlich nicht machen. Okay, wenn das jetzt rechtmäßig wäre, so aber in Deutschland ist das an einem Fisch anzutun, darf ich dir dann einfach einen Haken in den Mund schlagen? Nee, das sowieso nicht. Das möchtest du nämlich nicht und der Fisch möchte aber das wer sagt, auch. Aber wer sagt, dass deine Geschichte jetzt, also deine Grundsätze jetzt wirklich perfekt sind? Ich wer sag sagt nicht, dass sie nicht perfekt, ja. Also, dass sie perfekt sind, also aber Ethik versucht einfach Willkür auszuschließen. Und wenn du das sagst, dass das falsch wäre, wenn ich jetzt mal, irgendeinem Menschen einen Haken in den lass Mund schlage oder einem Hund einen Haken guck mal, in den Millie, Mund schlage. Millie, du sagst hier die ganze Zeit als... Millie. Bruder, der ist echt provokant. Schauen wir mal weiter. Beispiel. Insekten, drück auf die... Du sagst ja wirklich förmlich, drück auf die Insekten. Die empfinden zwar Schmerz, aber die haben kein Bewusstsein. Habe oder ich so, nicht ne? behauptet. Das, wo, aber ich das, das kommt. Die Frage ist sehr viel komplizierter als das. Es ist Realität. Und so wie es Realität ist, dass man sagt, drück auf die Insekten, die haben sowieso kein Bewusstsein. Deswegen meine ich, ich bin ehrlich, ich drück auf die Insekten. Ne? Und ich mache den Unterschied zwischen Insekt und einer Kuh. Und ich sage, die Kuh sollst du gut behandeln. Du und am Ende... auf korrekt, ne? Wie gesagt, ohne Stress. Man ohne Stress aus die Schlacht. Korrekt einfach so die Kehle aufschlitzen, wenn du Bock hast. Ich habe genau Videos dazu gesehen, das geht. Ich habe Videos. Ich habe Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen und Samen. Und selbst wenn also ich einen Menschen betäube, dürfte ich das ja trotzdem nicht mit ihm machen. Fändest du das falsch? Wenn ich das mit dürftest einem Hund du Menschen mache, überfahren? Dürftest du Menschen überfahren? Dürftest du 40.000 Menschen überfahren? Darf ich das mit einem Hund machen? Wieso weißt du das? Mit einem Hund? Ja. Also, darf man eigentlich Hunde essen? Nee, sagen wir jetzt mal, dass das ist. Darf man eigentlich Hunde essen bei uns, Ketzer? Rudi, wenn du darf ich das nein, einem Hund klar. antun, ja, was ja. du einer Kuh antust? Also, nach meiner Überzeugung glaube ich warum nicht. Warum darf ich das bei einem Hund nicht machen, aber bei einer Kuh schon? Deine aber Rudi, wenn du zum Beispiel die Herzklappe von einem Hund brauchst, wäre es erlaubt. Ich sage ja, bei euch ist ja alles so kompliziert. Ah, der hat ein Bewusstsein, also mache ich so. Ach, der. Nee, für mich so. Ich bin klassisch. Ich sag einfach, Digga, ich sag, guck, was. Konservativ, ich sag, was legal ist, ist nach dem Motto, was mein Gott sagt und der ist ja mäßig so, der sagt, was der Mensch zu tun hat und was nicht und ja, Gott will, dass du Schwächere beschützt und gütig bist und das... Stellt euch mal vor, es würde Tyrion, was geht? Stellt euch mal vor, es würde wirklich ein Paralleluniversum geben, wo man Hunde isst und Katzen, weil das Fleisch denen schmeckt, Kühe und Schafe und so als Haustiere halten würde. Kann ja sein, es ist alles möglich. Ich meine, wir leben ja auch in einem kranken Paralleluniversum, wo es kleine Giftzwerge Napoleon gibt, die denken, die wären irgendwelche Rockerbosse, die aber die größten Knechte sind. Es gibt ja so, in unserer Welt gibt es sehr, sehr viel krankes Zeug. Also vielleicht sind wir dieses kranke Paralleluniversum, wo normale Universen rüber zu uns gucken und sich nur denken, Alter, welcher Hurensohn hat sich diese Geschichten ausgedacht? Denn das kann es nicht geben. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube schon, dass wir eines dieser krankeren Versionen der Normalität sind und dass es vielleicht Welten gibt, wo es halt alles ganz anders abläuft. Vielleicht für uns ist das krank, aber für die ist das halt normal. Ich meine, wir essen hier Kühe in Indien. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber in Indien werden die halt offensichtlich keine Kühe essen. Oder Elefanten oder wisst ihr, was ich meine? So, weiter schauen. Kannst du nicht sein, wenn du aktiv Gott ist gegen Massentierhaltung. Ja, aber Gott ist gegen Massentierhaltung. Dass du einfach so einem glücklichen Tier die Kehle aufschlitzen lässt. Aber schau mal, darf ich noch einen Punkt machen? Ja, Apo, darf ich noch einen interessanten Punkt machen? Schau mal. Apo, das heißt Res. Ich bin nicht unbedingt gegen dich, Raffaela. Ich bin ehrlich gesagt nur gegen eine Sache, und zwar, dass du sehr stark mit dem Finger auf andere Menschen zeigst. Das ist die einzige Kritik. Genau. Du kannst sogar rein wissenschaftlich, faktisch, kannst du niemals behaupten, dass du weniger Leid anrichtest als ein Fleischesser. Habe ich auch nicht behauptet. Richtig. Das heißt, es geht um das Schützen von Grundrechten und eine Zukunftsform. Sehr wichtig für die Zukunft der Menschheit. Und jetzt sagt mir, so, ich zeige euch jetzt. Ach, man sieht das ja gar nicht. Wo ist das? Aha, da. So. Wir sehen, nur ich das so, oder? Kann doch nicht sein. Nochmal sagt er, oder ich küsse doch dein Herz. Ich dachte einfach gerade kurz, er sitzt da. Wobei ich sagen muss, er ist mir viel sympathischer wie sie. Komm, wir gucken weiter, reicht. Form von Personenstatus und Gleichberechtigung. Ich kann es kurz ausreden, damit du verstehst, was ich meine. Damit meine ich, kein Veganer auf der Welt kann behaupten, ich richte weniger Tierleid an als ein Fleischesser. Wieso? Weil es hängt nicht nur mit dem Konsum zusammen. Das Leid, was du an Tieren anrichtest, hängt nicht nur mit dem Konsum zusammen. Aber die Veganer beschränken sich meist, Konsum, manchmal noch ein bisschen Kleidung und sowas, aber hauptsächlich dreht sich alles um Konsum. Kann man auch als Konsumgüter sehen. Es hängt auch von vielen anderen Aktivitäten ab. Wie zum Beispiel, wie wir es genannt haben, Verreisen. Verrichtet sehr viel Leid. Beim Verreisen, diese Tiere, die dabei sterben, seien es auch Igel zum Beispiel, die du überfährst, oder auch Hasen und die ganzen Insekten, die werden nicht betäubt und können dann vielleicht schmerzlos sterben. Ein Tier, was ich schlachte, kann ich betäuben und wenigstens schmerzlos töten. Und aber vielleicht diese, überfährst du auch aber mal diese, Menschen. Wir sind halt wieder bei der Suicide. Nein, das jetzt zehnmal. Aber diese Insekten, die werden nicht betäubt, die sterben brutal, die leben teilweise an deiner Windschutzscheibe weiter. Und deswegen zeig nicht mit dem Finger auf andere Leute, du bist kein bisschen besser. Okay, das heißt, wenn er jetzt eine Frau vergewaltigt, darfst du ihn nicht dafür
Tierfüttern. Menschen sind Menschen, Tiere sind Tiere und Katzen sind Katzen, hat Charo auch schon gesagt. Ich habe hiermit alles gesagt. Aber ich habe zum Beispiel ein gutes Argument, wieso es schlecht ist, Pflanzen zu essen und besser der Tiere zu essen. Fangen jetzt an. Pass auf, jetzt kommt was Interessantes. Ich habe genug. Vielen Dank. Aber wieso denn? Es ist doch alles friedlich. Definitiv. Ich wollte trotzdem Props geben, weil guck mal, ich bin ehrlich, ich finde dennoch am Ende des Tages, du ziehst deine Sachen und deine Grundsätze und deine Überzeugung viel besser durch als ich. Guck mal, ich habe meine Überzeugung und ich bin ehrlich, ich ziehe das nicht komplett durch so wie du. Ich will jetzt nicht nur die ganze Zeit diskutieren und die ganze Zeit so. Ich habe halt meine Überzeugung, du hast deine Überzeugung. So, du bist auf jeden Fall, du ziehst das strammer durch und das muss ich dir sowieso erstmal hoch anrechnen. Ne? Ich finde es aber nur halt, wie gesagt, ein bisschen komisch, dass man einfach sagt, ja, bei Insekten, dass man immer seine eigenen Maßstäbe setzt. Ja, darf ich auch einfach einen Haken in den Ich will trotzdem mal was sagen. Wirklich. Vielleicht macht sie es etwas penetrant. Ja, kann man sagen. Aber ich finde, das muss vielleicht etwas ein bisschen anecken, damit die Leute zuhören. Ja, aber es geht nur darum. Ein Punkt wirklich, warum, wieso heute das, wieso ich auch zugesagt habe, wieso das passiert ist, dass man sagt, ja, du sagst zu Leuten, du bist ein Speziesist. Aber ich sag, es ist einfach doppelmoralisch, weil du es auch selber irgendwo bist. Ich weiß, du bist ein guter Mensch. Ich weiß, du meinst es lieb. Ich weiß, dass du das alles richtig machst. Das, was du machst, ist ja richtig. Nur dieser eine Punkt, dass du mit dem Finger auf dich zeigst und eigentlich dein eigenes Spiegelbild auch irgendwo hast. Hey, ich küsse dein Herz, Bruder. Hatten wir alle schon? Darf ich jetzt aufstehen? Hey, willst du noch eine interessante Sache hören? Nein, danke schön. Sicher nicht? Ja. Über Pflanzen? Nein, danke schön. Aber Raffaella, ich check's nicht. Mit 8-jährigen, 10-jährigen, 12-jährigen Kindern, da diskutierst du gerne. Sind manchmal fähiger, logischen Schlussfolgerungen zu folgen. Nein, bei denen hast du leichtes Spiel. Vorsicht, dein Mikrofon! Also, wir alle sind Speziesisten. Ich glaube, wir haben sie gebrochen, die Arme, Digga. Wir alle sind Speziesisten. Ja, ich glaube, wir haben die echt gebrochen, Digga. Wir sind alle im selben Boot. Meinst du, die ist auf Toilette jetzt? Komm mal. Oh, Digga. Tim, genau die. Fazit, auf Insekten scheißen alle. Ne? Alle scheißen. Aber im Shop will ich nicht am mir testen. Richtig. Nein, aber Raffaella war ja einverstanden, dass man an sie testet. Ja. Wir scheißen alle auf Insekten des Todes. Ich finde komisch, dass man einfach sagt, aufgrund der und der Tatsache. Aber Menschen und Tiere sind gleich. Wie gesagt. Und wenn ich sage, nein, die Menschen sind nicht gleich, weil sie ja verstanden haben, was eine brutale Tatsache ist, dann heißt es, nein, das ist nicht in Ordnung. Das finde ich halt komisch. So, das war's mit dem Video, Leute. War sehr unterhaltsam. War ein interessantes Gespräch. Wir haben uns jetzt nochmal zusammengerissen und haben uns hier nochmal am Tisch getroffen. Okay. Könnt ihr in den Kommentaren diskutieren. Ich weiß nicht. Checkt den Kanal ab, auf jeden Fall von der militanten Veganerin. Ne? Wir haben noch ein weiteres Video auf meinem Kanal geredet. Da haben wir ganz entspannt geredet. Genau. Und was Leckeres gesnackt, ein Date gehabt. Anas, süßer Boy, danke, dass du uns die Dokumente vorbeigebracht hast. Er hat auch ein sehr interessantes Video dazu gedreht, auch in der Infobox. Müsst ihr abchecken, alles. Ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Udi, also ich hoffe, keiner ist einem böse, oder? Ich wollte nur ein friedliches Gespräch. Natürlich bin ich Leuten böse, die absichtlich anderen Individuen in den Kopf schießen. Schaut euch auf der Seite a3x.org das Video Warum vegan an. Es dauert nur 8 Minuten und dann versteht ihr vielleicht, warum ich das, was ich mache, so mache, wie ich es mache. Ich finde gut, was du machst. Dein Glaubensgrundsatz ist wirklich gut. Machen wir nächstes Mal ein Video. Wir sind uns viel näher, als du denkst. Ein Ork hat nachweislich eine höhere emotionale Intelligenz als ein Mensch. Das würde auch die Angriffe erklären, die Orcas an ihre Trainer ausüben. Ja, das stimmt auch. Das waren 3 Leute, das war ein bisschen unfair, muss ich hier sagen. Und die sind da nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Du kannst mit ihr nur auf einen Nenner kommen, wenn du ihr zu 100% zustimmst. Ja, das ist bei vielen Frauen so. Bro, das ist ja nicht nur bei ihr. Ich bitte dich, Döner wäre mies geil jetzt. Aber egal, jetzt im Moment habe ich nicht. Ja, das war das Video, Leute. Interessant, kann man machen. So viel dazu.